Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zum nächsten Teil von unserem Final Fantasy Podcast. Dieses Mal schlägt die Uhr 13, denn jetzt kommt endlich der, zumindest von uns, vieren heiß erwartete Podcast zu Final Fantasy 13. Und dabei habe ich natürlich wieder meinen sehr, sehr guten Freund, den Sefitz. Guten Tag, Deutschland. Dann noch die bezaubernde Pummi. Bonjour. Bonjour. Und den unglaublich sexuell erotischen Vincent. Oh, müssen wir das machen? Ja, natürlich. Ja okay. Hi. Mache das immer so. Schäme dich nicht für das, was du bist. Ja. Gut. Niemals. Du bist, was du isst. Ja. Okay. Sehr viel Sex. Nicht ein Sunrise. Du hast den Sunrise-Sex gegessen. Ja. Nom, nom, nom. Okay, gut. Final Fantasy 13. Ja, wir haben da schon lange drauf hingefiebert oder uns gefreut, muss ich sagen. Also ich zumindest und ich glaube, der Rest auch. Denn ja, natürlich. Ja, wie wir wissen, ist 13 ein sehr, ich möchte nicht sagen, kontrovers betrachtetes Spiel der Reihe. Und ja, möchte vielleicht einer von euch den Anfang machen zu seiner Erfahrung zu 13? Ich muss eine rauchen. Ja, vielleicht fangen wir einfach an mit, was wir gedacht haben, bevor 13 rauskam. Oh, das ist keine schlechte Idee. Wer möchte da den Anfang machen? Ich mache den Anfang, ich habe da am wenigsten zu sagen. Okay. Also, ich fand... Also, naja, als 13 announced wurde, dachte ich mir, wow, das sieht endlich mal wieder richtig cool aus. Vor allem, weil man einen weiblichen Lead-Charakter hatte und ich dachte mir, hey, fette Sache. Besser als der komische Zidane-Verschnitt in Final Fantasy XII, der mich ziemlich aufgeregt hatte. Und, naja, ich war relativ gehypt, aber ich habe versucht, mich da so irgendwie, naja, realitätsnah zu halten. Hab aber jedoch auch die ganzen kleinen vorherigen Kurzgeschichten echt aufgesogen. Da waren so Ausschnitte, die man halt lesen konnte, die quasi die Vorgeschichte der Charaktere erzählt haben. Die waren auf Japanisch und die wurden halt fernübersetzt. War eigentlich ziemlich geil, auch gar nicht mal so schlecht geschrieben, beziehungsweise übersetzt. Und ich ging sehr, ja, mit positiver Erwartung dann an das Spiel. Okay. Ende. Ja, aber es ist schön, dass du auch gerade diese Kurzgeschichten ansprichst. Darauf werde ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Mach erstmal bitte einer von den anderen weiter. Pummi, du doch bitte. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also das war ja dann damals so aufgebaut als so Battle, so 13 gegen versus 13. Und ich war so, ja, sehr schön und gut hier, so Lightning und so, aber ich freue mich eigentlich viel mehr auf versus 13. Weil ich dachte so, ja, so der sieht eigentlich viel cooler aus, sieht viel düsterer aus, so als würde er viel mehr Scheiße abgehen. Aber ich habe mich natürlich trotzdem auf 13 gefreut, weil das auch irgendwie so von den Trailern her klang die Story ziemlich vielversprechend. Also so vielversprechender als 10, 2 und 12. Das war dann irgendwie so ein bisschen so, nee, jetzt, also die haben es ja auch mega gehypt und haben dann so getan, so ja, jetzt kommt hier die Bombe raus quasi. Also zumindest war das irgendwie für mich so. Nee, war auch definitiv so. Die haben ja damals die haben als 13, als sie angekündigt haben, haben sie ja schon direkt die Fabula Nova Crystallis angekündigt. Das war ja irgendwie so eine Art, die wollten aus 13 selber ein eigenes Franchise machen und haben halt gesagt, 13 ist der erste Teil davon. Dazu gehört dann auch noch Versus 13, deswegen hieß es halt auch Versus 13. Und dann hatten sie noch Final Fantasy Agito 13. Was später das wurde später umgemodelt zu Final Fantasy Type Zero. Weil sie dann irgendwann, ja, sich von dem Namen 13 distanzieren wollten. Ja. Und das wollten sie eigentlich ausbauen zum Franchise, ja. Auf jeden Fall war ich trotzdem mega gehypt. Ich dachte auch so, boah, ja, ey,
die Grafik hat nochmal so einen richtig üblen, krassen Sprung gemacht, ne? Weil das war ja dann das erste Final Fantasy für die PS3, ne? Ja. Auch das Einzige, je nachdem, wie du es betrachtest, aber gut. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, das stimmt auch das Einzige. Ja. Ja, sorry. Ja, und dann dachte ich mir so, boah, das wird bestimmt richtig gut. Das war meine Erwartung. Sevens? Ja, 13, also klar, man hat natürlich, wie Pimmel schon sagt, diese große Ankündigung damals als 13 und Versus und alles irgendwie. Jetzt im Nachhinein erinnert mich das alles so an die große Pressekonferenz jetzt auch zu 15. Halt dieses riesige Ding gezeigt hat, die Trailer und es sah alles ziemlich cool aus. Ich mochte das Setting, ich fand es cool, dass es so wieder ein bisschen ja, moderner aussah, ne? So ein bisschen wie 7 zum Teil, eine große Stadt, irgendwie Züge und hast du nicht gesehen. Ich mochte Lightning auch vom Design her. Und die Vorgeschichten wollte ich mir eigentlich durchlesen. Ich habe sie mir sogar auf Arbeit ausgedruckt, praktisch Diebstahl am Eigentum des Ladens begangen und zu Papierzwecken entfremdet. Wir sind Risiken. Was er alles, er möchte ich mal kurz festhalten, was er alles für 13 auf sich genommen hat, er ist kriminell geworden, nur um sich mit 13 auseinandersetzen zu können. Wow. Definitiv, ja. Ja, du hast bestimmt Kopien im Wert von 5 Cent gestohlen. Naja, das war schon bösartig auf jeden Fall. Jedenfalls, ich. Finanzamt kann dich dafür wegsperren. Das wird schon. Ah, das ist verjährt alles, alles verjährt. Außerdem, ich habe das einfach gelogen gerade. So. Ja, irgendwie habe ich es aber so richtig dann auch nicht durchgelesen. Ich weiß nicht, irgendwie kam ich in die Geschichten so rein. Ich weiß auch nicht warum, letztendlich. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich halt ziemlich heiß darauf gewartet habe. Und da es ja auch im März, also kurz vor meinem Geburtstag rauskam, habe ich mir natürlich gleich gesagt, ach komm, sparst dir das Geld und lässt es dir geschenken zum Geburtstag, was dann auch der Fall war. Habe es natürlich dann schon immer sehnsüchtig im Laden so gesehen, im Regal. Ich so, ah Mensch, 13, freue ich mich schon richtig drauf. Habe schon dann natürlich so die ersten Tests so ein bisschen gelesen, war mir schon so ein bisschen stutzig, dachte mir, ja, war scheiß drauf, das wird hammermäßig und endlich Final Fantasy auf der PS3 sieht einfach fantastisch aus, habe ich richtig Bock drauf. Ja, wenngleich ich sagen muss, dass der 13. Teil mich nicht so krass gehypt hat, wie jetzt zum Beispiel 12 damals davor. Also ich war jetzt nicht so extrem drinne, was jetzt halt eben Informationen angeht, etc. Es ging halt relativ, was halt so im großen Stil rauskam, das hat man natürlich mitbekommen, das habe ich mir auch angeguckt, ich habe den Trailer gesuchtet, ich fand den super geil, habe das natürlich alles verfolgt, ne, auch wie sie damals gesagt haben, die Kämpfe werden ablaufen wie in Advent Children und alles. Also, ja. Ja, das war's. Ja, Ja, das habt ihr haben das sie nicht damals mitbekommen? gesagt. Nein, Ja. doch. Also es war damals halt, weil Advent Children kam ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre vorher raus? Advent Children kam, glaube ich, 2 Jahre? 2006 oder 2007 raus. Ich bin mir gar nicht sicher. Dann kam der 13 raus. 13 kam Nee, Advent Children 2010 kam raus. vor 2006. Nein, Advent Children Nee, kam, meine nee. ich, 2006 oder 2007. Und 13 kam dann 2010 raus, meine ich. Ich wollte gerade sagen, der war ich schon 16 oder 17. Echt, ja. Ist ja auch egal. Letztendlich war halt auf jeden Fall, weil das ja irgendwie halt dieses ganze Anime-mäßige in den Fights und alles, also super cool aus. Und die Ankündigung war damals auf jeden Fall, ja, wir versuchen das Kampfsystem so abzuändern, dass es halt so dynamisch und so actionreich ist, wie die Kämpfe in Advent Children. Was natürlich schon so ein bisschen, ja, cool, geiler Scheiß. Und man hatte ja auch damals den ersten Gameplay-Trailer, den es so gab, wo man noch so vermutet hat, was jetzt wie was ist. Auch diese komische Kraft von Lightning, die sie ja später nie so richtig einsetzt, aber wo sie dann halt so anfängt zu leuchten und irgendwie dann so rumspringen kann und sowas. Das war ja in den ersten Gameplay-Szenen, hat man das alles gesehen. Und das sah ziemlich cool aus, also ich hatte richtig Bock drauf. Ja, also nicht riesig gehypt, aber auf jeden Fall mit freudiger Erwartung dem Spiel mit wirklich guten Gedanken entgegengetreten. Also kein von wegen, ich spiele eine Frau oder mir gefällt das Design nicht. Ganz im Gegenteil, ich mochte das Design von Lightning total und ich mag es sogar auch ein Stück weit immer noch, müsste man sagen, wenn es jetzt rein um das Design geht. Und daher, ja, konnte eigentlich nichts schief gehen. Ja, das Design der Charaktere mochte ich tatsächlich sogar auch. Ich mochte es auch, dass es als, also endlich mal wieder so ein Hauptcharakter mit anderer ethnischer Herkunft gab. Achso, du meinst Sass als Sehr Schwarze. gutes, ja, genau. Ja. Das Ja, gab es ja schon dann lange nicht mehr so. das stimmt. Naja, gut, aber ich Ja, meine, stimmt. gegen das Charakterdesign kannst du ja auch im Prinzip, wenn du Fan der anderen Teile bist, auch nichts haben, weil das war ja von Tetsuya Nomura.
der ja seit 7 immer, ne, mit Ausnahme von 9 und 12, also zumindest fast immer, das Charakterdesign gemacht hat, der auch für Kingdom Hearts alles designt. Von daher, sein Stil ist ja gut. Also das gut durchdesignt sind die Charaktere von 13 alle. Da gibt's ja eigentlich nicht so viel zu meckern. Aber ja, gut. Ich spreche jetzt nur vom Äußeren. Ne? Ja, ja, genau. Also wirklich, also das Äußere, da habe ich auch null was zu bemängeln. Nö, von der Ästhetik her, wie die Designs sind und so weiter, ist alles vollkommen in Ordnung. Aber gut, dann fange ich jetzt mal an zu meinen Erfahrungen, zu meiner Freude zu 13 vorher. Dazu muss ich sagen, ich glaube, ich hatte das auch früher in einem anderen Podcast schon mal angesprochen, wie dumm ich war, dass ich tatsächlich damals von 9 enttäuscht war. Weil ich irgendwie dachte... Richtig so. Ja, weil irgendwie ich so gedacht habe, ja, das ist jetzt alles wieder so ein bisschen mehr Comic-mäßig, aber ich finde das viel geiler, wenn das so realistisch ist und alles und bar. Und deswegen hatte ich damals echt so gedacht, oh, ich fand so 9 war für mich mit das schlechteste Final Fantasy, wo ich mich heute für ohrfeigen würde, weil 9 einer der besten Teile ist, mit Abstand, ja. Aber gut, man ist halt jung, dumm und unerfahren, so wie es heute auch viele andere Leute noch im Internet gibt. Deswegen versuche ich da immer sehr nachsichtig zu sein. Aber gut, jedenfalls kam dann aber irgendwann 12. Und dann war ich halt von 12 hammer enttäuscht, weil man muss so sagen, bei 9 war halt alles bombastisch gut. Nur das Charakterdesign hat mir nicht so megamäßig gefallen. Dann kam 12 und da war sowohl das Charakterdesign scheiße, als auch die Story. Und das Kampfsystem war noch gut. Und dann war ich schon so ein bisschen so down und dachte mir so, boah, hey, es kommt aber 13. 12 war hammer scheiße, auch total übertriebene Reaktion auf 12, weil 12 haben wir auch schon im letzten Podcast gesagt, dass 12 gar nicht so schlimm ist und 12 eigentlich auch ein gutes Spiel ist, rein spielerisch. Und dann kam aber halt 13 und wie ihr auch schon gesagt habt, das war voll der krasse Medienrummel. Ja, wir machen ein eigenes Franchise drauf und Booyah, ihr habt ihr Lightning, wir haben endlich wieder mal eine Frau in der Gruppe. Yeah, guckt ihr die Charaktere an, wie krass das ist. Und guckt mal hier, ihre Beschwörungen in den Trailer, die haben sie dabei, wie irgendwelche Transformer-Pokémon, voll geil, Mann, wow. Und ich war komplett gehypt, hab mich so unfassbar auf dieses Spiel gefreut. Auch, weil ich einfach damals die PS3 dann relativ neu hatte und hatte mir das ja noch als Schüler, der keinen Nebenjob hatte, hart eisern zusammengespart. Ja, extrem hart zusammengespart, weil die PS3 ja echt teuer war damals, als sie neu war. Und ich dachte mir dann so, ja, wenn dann erstmal 13 rauskommt, dann hat sich auch der ganze Schweiß und der Aufwand, den du in das Geld für diese PS3 gesteckt hast, gelohnt. Ja? Weil dann hast du halt echt so das erste richtig krasse Kracherspiel, so einfach, ne? Und dann. War damals Metal Gear Solid 4 noch nicht draußen? Nee. Doch, das kam mit quasi zum Release raus. 2007 bis 2008. Also, ich rede jetzt, also. Ich weiß jetzt nicht, wie lange 13 wirklich vorher lange angekündigt war, bis es dann wirklich da war, aber definitiv hatte ich Metal Gear Solid noch nicht, als ich jetzt das gerade so beschreiben wollte. Natürlich ist Metal Gear Solid 4 der Hammer, aber darum geht es ja jetzt gerade nicht. jedenfalls, ich total gehypt gewesen, habe mich total gefreut, habe wirklich jeden News-Schnipsel verschlungen, den es gab, habe alles gelesen, habe auch... Wie du vorhin schon gesagt hast, dass die Kämpfe so aussehen sollen wie bei Advent Children, hab mir der ja sonst welche Sachen ausgemalt, hab mir, boah, geil, ja, die Cutscenes einfach, die werden so, boah, Eye-Candy schlechthin sein, voll krass und so. Und dann gab's halt auch, wie ihr schon gesagt, diese Kurzgeschichten, wo einem auch in einem Interview von einem Entwickler da irgendwie auch zu empfohlen wurde, dass man die halt lesen soll, weil die Geschichte viel schächtiger machen, weil sie die Geschichte dicker machen, weil du die Charaktere schon ein bisschen kennenlernst. Und ich war ja sowieso total gehypt und habe alles aufgesogen, was ich nur konnte. Und deswegen habe ich halt auch dann in so einer schlechten, also ich hatte, mag sein, dass Vincent eine gute Fanübersetzung hatte, ich hatte eine beschissene Fanübersetzung. Aber trotzdem habe ich mich da trotzdem habe ich mich da durchgekämpft, diese Fanübersetzung, weil ich einfach gesagt habe, oh, das interessiert mich, ich will wissen, was das für eine Welt ist, ich will die Charaktere kennenlernen und so. Oh, voll geil. Und hab mir das halt auch durchgezogen. Und dann, als dann irgendwann klar war, wann das Spiel rauskommt, war es dann klar, dass das genau in meinen Abi-Klausuren liegt. Und ich dachte mir, ah, oh, scheiße, du musst fürs Abi lernen. Und wenn du 13 hast, oh nee, das geht nicht. Ah, und dann kam dann 13 raus, hatte mir auch total voller Vorfreude die Collectors Edition da irgendwie bestellt. Oder noch so ein, ich weiß gar nicht mehr, was genau alles drin war. Auf jeden Fall ist es so eine weiße, dicke Schachtel. Mit, Postkarten. Da waren, ja, Postkarten, so ein Scheiß war da drin, irgendwelche Sticker. Selbst die Sticker waren so schlecht. Aber das ist halt auch diese, die haben ja, wenn die irgendwie von diesen, wenn die zu diesem LC oder Falsi oder weiß ich nicht, irgendwas mit C gemacht wurden, dann hatten die ja so eine Art
Computerchip-Brandmarkung. Tattoo-Ding. Ja, irgendwie so. Ja, so ein Tattoo. Auf der Hals, so, ja. Und du hattest dann halt als Sticker dieses Zeichen. Und da dachte ich mir, oh cool, ist ja witzig, kannst du dir so auf den Arm kleben. Guck mal, ich bin hier so gebrandmarkt. Und dann war es tatsächlich so schlecht produziert, dass das ist ja relativ, ja, wie so ein, ja, wie, ich sag mal, wie so ein Computerchip sieht das hier aus, mit so feinen Linien und so weiter. Und dann hast du einfach diesen Sticker mit einem weißen Hintergrund. Also sie haben sich nicht die Mühe gemacht, das drumherum durchsichtig zu machen. Du hast einfach nur so weiß. Kleb dir das so hin, wo du willst. Und es sieht so, oh, so kacke aus. Weißt du, das hätte in der Produktion wahrscheinlich 2 Cent gekostet. Oh, aber gut. Jedenfalls habe ich dann gesagt, du spielst das Spiel noch nicht. Ich hatte es dann schon zu Hause. Das wird deine Belohnung, wenn du das Abi fertig hast. Wenn du dann erstmal frei hast, den Sommer, dann kannst du 13 spielen. Ha, total geil. Aber hey, wenn du mal eine freie Minute hast, dann liest du die Geschichten. Und ich habe alles gelesen. Und ich kannte alle Charaktere schon vorher. Und dann, wie Sefis auch schon gesagt hat, kam dann irgendwann die zum Teil sehr durchwachsenen Reviews, die dann so rauskamen. Ich möchte noch mal, Moment. Ich habe jetzt extra mir, habe ich vorhin schon gesagt, also zumindest als wir noch nicht aufgenommen haben, dass ich mir aus dem Pirate Board alte Posts von mir rausgesucht habe. Ja, und da sieht man sehr schön die Entwicklung zu meiner Meinung von 13 am Anfang und gegen Ende. Ja, und ich habe hier einen Post, ich lese den jetzt einfach mal vor, was ich damals geschrieben habe. Donnerstag, 3. Januar 2008. Ja. Da ging es irgendwie auch darum, dass wir ja irgendwie geschrieben haben, warum 12 schlecht ist oder nicht. Also, naja, jedenfalls hatte Final Fantasy 12 für mich kein Herz. Und das zeigt nur, was passiert, wenn Nomura und Kitase sich an dem Spiel raushalten. Nämlich nichts Gutes, XD. Da aber beide an 13 wieder maßgeblich beteiligt sind, mache ich mir da keine Sorgen. Und Final Fantasy 13 wird sicherlich nicht floppen. Das wird ein geniales Spiel. Da bin ich mir 100 sicher. Das Einzige, was sich vielleicht ein bisschen bemängeln, ist, dass Square schon von vornherein mit der Fabula Nova Crystallis auf ihren Erfolg setzt. Damit könnten sie eventuell auf die Fresse fallen. Aber selbst wenn Final Fantasy 13 ein scheiß Spiel werden sollte, würde es trotzdem wegen den Gründen, die Jolly Roger, achso, das war wahrscheinlich irgendein Pirate Port User, genannt hat, verkaufen. Und dann gibt es auch noch Final Fantasy Versus 13. Und das wird niemals floppen. Alleine schon, weil ein gewisser Herr namens Tetsuya Nomura daran arbeitet. So, also man sieht, ich war sehr gehypt. Ne? Hab das Spiel noch verteidigt. So, jetzt springen wir mal 2 Jahre in die Zukunft. Donnerstag, 14. Januar 2010. Also fast genau 2 Jahre später. Und da gab es dann so langsam auch die ersten Reviews. Ja? So, die Überschrift meines Posts war Final Fantasy 13, ein Reinfall auf ganzer Linie? Final Fantasy 13 ist seit gut einem Monat in Land der aufgehenden Sonne erhältlich und so langsam häufen sich die Berichte von Kritik. Anscheinend sind viele japanische Fans enttäuscht von dem Spiel und führen unter anderem folgende Kritikpunkte an. Da habe ich hier eine Aufzählung gemacht. Lese ich jetzt nicht alles vor, ich schreibe nur, was ich hier nachsage. Nun gut, manche Punkte sind sehr subjektiv, wie zum Beispiel das Nichtgefallen der Story oder die Art und Weise, wie die Bestia Summons etc. Eingesetzt werden oder in Szene gesetzt werden. Solche Punkte sind recht subjektiv und können hier auch noch gar nicht diskutiert werden, da die wenigsten User hier die Bestias in ihrem vollen Story-Umfang sowie der Story an sich schon erlebt haben. Aber dennoch ließen sich mich gewisse Punkte auch sauer aufstoßen, wie zum Beispiel das Entfallen jeglicher traditionellen Shops und der Gruppe nach jedem Kampf vollständig geheilt wird. Kritikpunkte wie der, dass das Spielsystem stark an Final Fantasy X erinnert, finde ich nicht schlimm. Schließlich war Final Fantasy X in meinen Augen ein verdammt guter Teil. Meine zweite, beziehungsweise der drittliebste sogar, bla bla bla. So, okay. Das überspringe ich jetzt mal. Also, die einen Argumente widerlege ich, die anderen tue ich als noch nicht diskutabel ab. Warum schreibe ich dann überhaupt so einen Post? Letztlich gibt es zwar eine Menge Leute, die sich beschweren, aber es kann ja genauso gut sein, dass die Dunkelziffer derer, die das Spiel einfach awesome finden und es seit Tagen exzessiv spielen und deswegen noch kein Statement dazu abgegeben haben, deutlich höher ist als die der Miesmacher, in Anführungszeichen. Also, warum in Panik geraten? Naja, es ist so. Die Famitsu, dürfte den meisten Leuten ein Begriff sein, hatte das Spiel mit 39 von 40 möglichen Punkten bewertet. Kleine Randnotiz, seit ich diese Famitsu-Wertung gelesen habe, ist mir die Wertung der Famitsu sowas von egal. Aber gut.
Genau, 89,40 Punkte bewertet, was eine super Wertung ist. Jedoch muss man sich fragen, ob die Meinung der Famitsu wirklich subjektiv ist oder ob die gesamten Redakteure dort einfach Final Fantasy Fanboys sind. Anscheinend schon. Schließlich haben sie Final Fantasy 12 mit 40 von 40 Punkten bewertet. Und Final Fantasy 12 hatte zwar spieltechnisch einiges auf den Kasten, aber der Rest blieb aus. Das legendäre Final Fantasy 7 bewerteten sie übrigens vor einigen Jahren mit 38 von 40 Punkten. Naja, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber hellhörig wurde ich dann, nur mickrige 4 von 10 möglichen Punkten bekommen zu haben, und zwar von einem chinesischen Magazin. Dieses nennt Final Fantasy 13 den größten Schwindel der Videospielgeschichte und den größten Witz 2009. Wer hat das geschrieben? Ich will dieses Magazin lesen. Ein chinesisches Magazin. Da habe ich dann den Scan gepostet. Und dann, also, ich frage mich nun, ob das vielleicht ernst gemeint ist oder vielleicht doch einfach nur böse Propaganda aus China gegen Japan. Und seine Industrie ist... den größten Schwindel der Videospielgeschichte ist schon ein recht hartes Urteil, wie ich finde. Was denkt ihr also nun? Was haltet ihr von den Kritikmunden und deren verschiedenen Teils sehr schlecht meine über das Spiel? Versteht mich nicht falsch. Ich habe die Special Edition des Spiels bereits lange vorbestellt. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was in der Special Edition sein wird. Aber in Anbetracht von solchen Dingen bekomme ich ein flaues Gefühl in der Magengegend, ob ich wirklich fast für Jahre umsonst gewartet habe. Ja. Ne? Eigentlich, dass du nicht umsonst gewartet hast. Ja. Wir brauchen noch einen Post von dir, nachdem du es tatsächlich gespielt hast. Ja, ich habe ja noch einige. Tatsächlich. Oh Gott. Aber was oh, ich. Also was das ich, chinesische Magazin hat auf jeden Fall recht, ey. Ja, also auf jeden Fall war das chinesische Magazin ich kenne den Namen nicht, keine Ahnung. Aber das ist halt auch groß durch die Presse gegangen und die hatten halt auch zum Beispiel dann Screenshots von den Karten im Spiel einfach gemacht. Dass du ja nur diese Schlauch- und Tunnelwege hattest, ne? Und haben gesagt, was ist das für eine Scheiße? Du läufst nur geradeaus, du hast absolut null Eigeninitiative hast du in dem Spiel und all so ein Kram, ne? Und hat dem Spiel halt wirklich nur 4 von 10 Punkten gegeben. Und wie wir ja gerade gehört haben, war ich, wie viele andere Leute, auch sehr misstrauisch. Und ich muss einfach sagen, ich wollte das damals nicht wahrhaben. Ich war wirklich so, dass ich jede schlechte Kritik, die es im Vorfeld zu 13 gab, halt abgeschmettert habe. Wirklich wie so eine Mutter, die es nicht wahrhaben will, dass ihr Sohn in der Schule irgendwie andere Kinder haut oder weiß nicht was. Ich war Drogen da wirklich, nimmt. Ja, oder Drogen nimmt, ja. Weil man sie 13 ist wie Heroin, natürlich. Ich glaube wirklich. Ja, also. Not even once. Ja, vor allem wenn sie 13, not even once. Ja, also, ich denke, das zeigt, dass ich nicht von vornherein irgendwie eine schlechte Meinung über das Spiel hatte, sondern dass ich mich wirklich darauf gefreut habe und ich auch wirklich versucht habe, mit meinem gesamten Körper versucht habe, dieses Spiel gut zu finden. Oh ja. Aber das hat nicht geklappt. Möchte vielleicht jemand von euch etwas über seine Spielerfahrung von 13 jetzt selber sagen? Danach komme ich wieder zum Schluss. Also ich habe es, glaube ich, am wenigsten von euch allen gespielt, muss ich dazu ehrlich mal sagen. Aber ich habe es halt eingeworfen und ich habe das zusammen mit zwei anderen nicht so Final Fantasy-affinen Leuten halt zusammen angefangen. Also die haben sich neben mich gesetzt und wir haben es dann halt gestartet. So, und von denen kamen die ganze Zeit schon so Kritikpunkte wie, du gehst ja nur geradeaus oder die Kämpfe sind doch voll langweilig oder was zur Hölle hat der Typ da gerade gemacht und what the fuck, warum reagiert der so? Und ich sagte immer, ach, das werdet ihr alles noch herausfinden, da gibt's ganz bestimmt 2 oder 3 Twists, wo dann bestimmt mich irgendwie, vielleicht ergibt das alles noch Sinn. Und naja, ja, spätestens dann, als Snow mitten in diesem Battlefield quasi am Anfang, dann da Freude tanzend herumspringt und sagt, ha, lass uns alle abschlachten, das ist entspannend. Da hab ich mir gedacht, Jesus Christ, was zur Hölle? Und es wurde nicht besser, dann kam dieser Part mit Snow und Sarah, wo er dann diesen Antrag gemacht hat und wo die dann da rumgeflogen sind und ich hab mir gedacht, ja, warum zur Hölle? Warum? Warum so? Warum? Wen interessiert das eigentlich? Ich kenne die zwei nicht. Ja! Ja, es war echt so. Woher kommt diese Love-Story so? Man hat nicht mehr gesehen, wie sie sich lieben. Es war nur, oh, heirate mich. Oh, okay, wir fliegen rum. Ja, es war literally Disney-Level of Entertainment quasi. Ohne Scheiß. Disney, still a better Love-Story, Alter, ey. Ja. Jedes Disney-Spiel, jede Disney-Film, ist alles besser.
Okay, aber ich musste dazu sagen, ich fand Sass ziemlich cool. Der war der einzige Comedic Relief quasi. Als Hope dann auftauchte, war meine Hoffnung am Ende. Weil ich mir dachte, solche Charaktere kannst du doch nicht schreiben, außer du produzierst ein Moe-Anime oder so. Also, das war wirklich worst shit ever. Oh, meine Mutter ist gerade gestorben. Snow, du bist voll böse. Ich werde jetzt passiv-aggressiv sauer auf dich sein. What the fuck? Ja. What the fuck? Und ich habe halt wirklich, an dem Punkt habe ich einfach ausgemacht, mitten in der Cutscene, wo Vanille dann draußen im Regen stand und quasi diese symbolisierten Tränen, die man dann nicht sehen konnte, weil es ja geregnet hat. Und ja, da musste ich ausmachen, da konnte ich nicht mehr. Da ja, diese Szene kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, ey. Das ist richtig krass, wie das im Gericht ist. Ich kann mir richtig so vorstellen, wie aus Metal Gear Awesome praktisch, wo der Spieler vom Bildschirm ist und dann so, wow, 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 what? Ja, genau. Ja, aber wirklich. Ja. Wie viele Spielstunden waren denn das? Wie weit bist du denn da gekommen? Ich glaube, das sind 15 Spielstunden Schlauchlevel. Okay, na gut, das ist aber doch noch ein gutes Stück vom Spiel, so muss man sagen. Ja, eben Spielzeit. Ja, was hast du Spielzeit? 40 Stunden vielleicht? 30, 40? Ja, 35, 40, glaube ich. Keine Ahnung, ich habe alle Hoffnung aufgegeben. Ja. Ich weiß nicht, wie weit ich war. Okay, wer möchte als nächstes? Ich hab so ein bisschen, also ich habe mir halt Notizen gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt einfach durchgehen soll. Mach mal. Oder ja. Also ich habe mir ja praktisch die Mühe nochmal gemacht, weil ich auch nicht durchspielen konnte. Oder warte, bevor du anfängst mit den Notizen. Also ich würde jetzt schon erst nochmal sagen, wir reden generell über die Spielerfahrung selbst. Ja, und dann ja, okay, können wir nochmal auf Punkte eingehen, wie der Charakter ist schwul oder hast du nicht gesehen? Ja, okay. Also ich sag mal so, also das, ich habe es halt ähnlich wie Vincent halt nicht durchspielen können. Wie gesagt, ich habe mich auch derb auf das Spiel gefreut. Ich habe es angefangen zu spielen. Mein Bruder, wenn man halt die anderen Podcasts verfolgt hat, ist ja auch großer Final Fantasy Fan, hat das aber auch alles so ein bisschen misstrauisch mit verfolgt. Und meinte halt, na gut, Benni, spiel du das erstmal, wenn's cool ist, spiel es auch, wenn nicht, dann nicht. Oh, dein Bruder ist so schlau. Er ist da halt ein bisschen nüchterner, was sowas angeht halt, ne. Also, er ist halt nicht so wie ich, der sich halt voll drauf freut und sich da informiert, ne. Wenn das Spiel dann draußen ist, dann spielt das halt, wenn's cool ist und wenn nicht, lässt es halt sein. Also, es ist halt relativ emotionslos, was das angeht. Jedenfalls kam halt hier und da so halt, also damals haben wir immer ja noch zusammen gewohnt und immer ins Zimmer rein und meinte so, na Benni, wie ist es? Und eigentlich wäre mein Bruder perfekt so, um den Status meiner Laune abzusehen, weil er ist halt immer so, weiß nicht, so alle 2-3 Stunden mal rein, ne, und dann am nächsten Tag wieder so alle 2-3 Stunden mal rein und hat mich immer mal wieder gefragt, wie es halt so ist, ne, und am Anfang ist es halt so, kann man die ganzen Cutscenes, ne, und es ist halt extrem nice so zuzugucken, Grafik ist der Hammer. Und erstmal kommt er rein, ich so, boah, das ist der Shit und hammergeil und richtig coole Grafik und mal gucken, so. Und ja, ich hab mir damals halt so viele Sachen halt auch ähnliche Zack halt jetzt nicht so ernst nehmen wollen, ne, wie das halt eben mit der Story mit Hope und der Mutter halt eben und mit Snow. Ja, abgeschlachtet. Aber hab ich halt super drüber hinweggesehen und dachte mir halt, ja, ist egal, wird schon und war halt erstmal geflasht von der ganzen Grafik. Die Kämpfe waren halt schon so komisch, aber gut, okay. Und ich glaube, so das war auch noch recht am Anfang, glaube ich, kurz nachdem sie da alle irgendwie Falsi wurden oder Elsie oder was auch immer das ist, in dieser Eisebene da irgendwie mit den ganzen Kristallen, ich glaube, wo Sarah gerade ein Kristall geworden ist. Ja. Ja. Und da war ich halt echt noch so, da konntest du, glaube ich, das erste Mal in Ruhe richtig rumlaufen, also in Anführungsstrichen richtig rumlaufen, also das erste Mal halt in Ruhe was machen. Und das sah halt schon ultra nice aus, ne? Ich so, boah, die Grafik, die ist ja so fett, Wahnsinn, richtig cool. So, und dann ging das Spiel halt irgendwie so weiter und ja, jedes Mal, wenn mein Bruder reinkam, wurde meine Laune halt auch ein bisschen schlechter, so, ne? Und ich meinte halt so, ist schon echt öde, so irgendwie das Leveldesign und ich weiß auch nicht. Aber ich wusste ja schon damals, aufgrund der Berichte, dass ja alle irgendwie geschrieben haben, ab der Hälfte wird's besser. Haltet durch bis zur Hälfte, ab da wird's besser. Und das habe ich mir wirklich immer vorgehalten. Also wirklich, das war wirklich wie so ein Mantra, was ich mir immer vorgetragen habe. Das kenne ich. Und das habe ich meinem Bruder halt auch gesagt, so, ja, ist jetzt halt nicht so cool. Irgendwie, die Bestias sehen halt auch super, super scheiße aus irgendwie. Aber gut, das ist halt Geschmackssache. Aber ja, wird bestimmt noch richtig cool. Und ich habe halt auch immer versucht, so das Positive vorneweg zu halten. Ja, die Grafik haut halt schon überall rein und
ja, guck mal hier und so. Ich meine, klar, ich laufe jetzt nur geradeaus, aber guck mal, wie ich geradeaus laufe, ist echt übermäßig krass. So ein Schritt nach dem anderen und so. Und dann war halt echt so der Moment, also der erste große What the Fuck-Moment, aber darauf gehe ich dafür nochmal ein, war halt wirklich das erste Mal, wo Odin auftaucht. Und das war halt echt so. Das war halt echt so. Das war auch mein What the Fuck-Moment. Was? Also das habe ich halt gar nicht verstanden, aber dazu später mehr. Und dann kam halt der große erlösende Moment, ne? Ich nenne jetzt mal die stille Ebene, so, ne? Also wenn man dann halt an dieser bei der Hälfte ist, glaube ich, dann ist man in Puls, glaube ich, frisch angekommen. Und du bist halt auf dieser riesigen, freien, begehbaren Fläche, wo ich mir so denke, yes, yes, kein Schlauchlevel, nice. Und ja, so, und jetzt kommen auch so Nebenmissionen und so, was richtig cool. Und dann treffe ich so auf diese Typen, die halt es nicht geschafft haben, ihre Mission zu beenden und da durch die Gegend schweben. Ja. Und die halt. Falsi waren die großen Viecher. Das sind die Götter, glaube ich. Falsi, genau, diese Götter. Lissi waren die Ollen, die von denen gebrandmarkt sind. Und ich weiß nicht, wie die anderen hießen, die Ich weiß nicht, ob die einen richtigen Namen haben, aber das waren einfach nur die es nicht geschissen gekriegt haben, irgendwie. Jedenfalls, ja, die Typen, die sahen ja dann noch alle gleich aus auf einmal, ne? Also es gab auch keine Erklärung dafür, warum sie jetzt alle gleich aussehen, aber gut, da hat sich jetzt Querbach jetzt keine Mühe gegeben. Das sollten halt so deine Questgeber sein. Und dann war halt wirklich so dreist, ja, töte 3 von den Monstern und komm zurück. Wow. Ja! Ja! Geil, we grind now. Ernst? So, und das ging halt dann die ganze Zeit. Und das war, glaube ich, der Moment, an dem ich das Spiel dann. Also, da hat Square Enix wirklich ihr Ziel erreicht. Da hat es mich gebrochen. Das war dann. Da ist wirklich so, die Schulterhaltung von mir ist halt wirklich so richtig nach unten gesackt in dem Moment. Jegliche Anspannung ist von mir gewichen. Und dann kam halt alles, was ich versucht habe zu verteidigen zu diesem Punkt, kam halt dann so richtig. Links eine Klatsche, rechts eine Klatsche, irgendwie so 3 Minuten nacheinander, das war, weiß nicht, das ist alles, was du versucht hast zu verteidigen und jegliche Hoffnung, wie du jetzt noch das Spiel hattest, wurde einfach zerstört. Und dann habe ich es auch nicht mehr geschafft, weiterzuspielen. Ich habe mich halt nicht motivieren können, dieses Spiel wirklich weiterzuspielen und habe dann halt eben aufgrund dessen mehr Zeit in den letzten Wochen, Monaten die Story praktisch nochmal als Video komplett reingezogen, um es halt wenigstens nochmal zu ändern. Ach, du Armer. Wow. Ja, um halt wenigstens grob mitreden zu können. Weil spielerisch brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, da wird sich jetzt nichts geändert haben nach der Hälfte. Doch, sie haben es alles gepatcht. Das sind wir aber ein ganz anderes Kampfsystem. Ja. Jetzt sieht's aus wie Advent Children. Ja! Yeah. Also, ich muss noch eine rauchen. Du das? Ja, egal. Also im Endeffekt. Wie gesagt, ich kenne jetzt die Story so im Großen und Ganzen, sicherlich jetzt nicht so, wie wenn man jetzt das ganze Spiel gespielt hätte, aber viel habe ich halt auch nicht verpasst. Das war so ziemlich mein Erlebnis. Es ist halt, wie gesagt, jeder, der sagt, ich möchte es ja nur haten, ist komplett im Gegenteil. Ich wollte es nie haten, ich wollte es immer gerne mögen, ich wollte meinem Bruder davon erzählen, wie toll es ist. Aber spätestens dann nach der Hälfte, als so dieser letzte Hoffnungsschimmer so ganz entfernt im Horizont einfach mal, weiß nicht, explodiert und einfach in 1000 Scherben zerbricht, dann war es auch vorbei. Und seitdem ist auch Final Fantasy ein bisschen vorbei bei mir. Also jedenfalls, was Erwartungen angeht. Ja, ja. Okay. Pumi? Jo, also damals, es war sehr schön, ich habe mich sehr drauf gefreut. Ich dachte so, ja cool, schaltest du ein, ja okay. Lightning ist so ein bisschen so eine, wie so eine weibliche Abklatsch von Cloud und nochmal Gunblade und so, und dachte ich mir so, nee. Ja, aber ist auch mal cool, weiblicher Charakter so, bin ich ja voll für, ne, dass auch endlich meine Frau die Hauptperson ist, obwohl die wieder total wortkarg und nervig war, aber okay, so. Die war so möchte gern cool irgendwie. Dann hatte diese kleine nervige Schwester, die auf einmal einen Heiratsantrag bekommen hat, obwohl sie erst ungefähr 16 Jahre alt war. Und aussieht wie 10. Ja. Ja, und dann sind die so durch die Gegend geflogen und ich dachte mir auch so, ja, okay, du kennst die gar nicht, aber vielleicht lernst du ja noch voll kennen und voll lieben, so jetzt in der ganzen Story. Dann wird die Olle zu einem Scheißkristall und dann kommen auf einmal diese, ich glaube, mein erster Schockmoment war, dass Snow tatsächlich seine Bestia bekommen hat und dann dieses Shiva gespaltene Persönlichkeitsmodell rauskam. Ich weiß auch nicht. Das war so krass. Ich dachte mir so, ist das euer Ernst? So, Shiva war für mich immer so die geile
Bestia, so, die sah mal wunderschön aus und irgendwie jedes Design ist immer nur geiler geworden bis zu FF10 und so und dann kommt dieses Motorrad. Vor allem, da kannst du wirklich sagen, da kommt dieses Moped. So, weißt du, ja, wirklich! Das ist, so, oh, was ist das Sinn des Wortes? Und ich so, ist das euer Ernst, so ein Motorrad für Schieber? Schieben? Weiß nicht, es waren ja auch noch zwei oder so. Aber okay, der musste dann so cool sein Motorrad fahren als Schieber. Ja, es hat auch nicht so wirklich Sinn gemacht, dann sind sie weiter und dann kam irgendwann das mit Odin, glaube ich, und dann war ich so richtig so, Alter, was geht? Dann habe ich mich mittlerweile schon bestimmt 15 Stunden darüber abgefuckt, dass ich niemals diese Person spielen konnte in der Scheißgruppe, die ich spielen wollte. Oh, ja. Bin ich mit Sass und Vanille durch die Gegend gelaufen. Sass, du bist total cool, keine Ahnung was, aber ich wollte einfach Vanille spielen. So. Ich dachte mir so, warum kann ich die Olle jetzt einfach nicht spielen? So, wieso muss ich mit dem da langlaufen? Ich meine, die ist doch auch da. Ja. Die ist doch direkt neben mir. Es ist so. Aber es ging nicht. Es ging einfach nicht. Und ich konnte auch mit niemandem reden oder ich konnte auch gar nichts machen. Und dann war ich irgendwie auch so richtig gelangweilt. Ich hätte auch einfach den Controller, wisst ihr, so gegendrücken können, dass er einfach geradeaus läuft. Und im Kampf muss ich ja auch nichts machen, außer X drücken. Einfach den X-Button reindrücken und weiter geht's so, ne? Ich hätte wahrscheinlich ultra gut gelevelt, so. So wie ich das damals gemacht habe bei Final Fantasy X-2. Ja. Genau so. Genau so hätte man das machen können. Und dann, weiß ich auch noch, dann war ich irgendwie auf Puls, weil es dann auch hieß, ja, ich hatte ja auch dann wundervolle Mitmenschen, die immer gesagt haben, ja, Pummi, wart einfach mal ab, ey, ich bin jetzt hier in so einer Riesenebene, ey, da kannst du alles machen, was du willst, so, ne, und ich so, ja, okay. Bin ich da angekommen und ich dachte mir, cool, jetzt bist du hier und es passiert ja trotzdem nichts. Ich kann ja trotzdem nichts machen, es gibt einfach nur eine Ebene voller Monster. Ja. Und dann sind ja auch noch ein paar dazwischen, die kann ich nicht mal besiegen, weil das so Ultra-Elefanten sind, so. Wo ich einfach nur hart wegsterbe. Ich denke mir so, das ist jetzt meine Belohnung dafür, dass ich so lange durchgehalten habe. Next Level Snooze. Ja, und ich weiß noch, bin ich sogar noch so ein bisschen weiter, also dann habe ich, glaube ich, erstmal so voll lange Pause gemacht, so ein halbes Jahr. Dann hieß es so, oh, Fummi, komm, du musst das doch mal zu Ende spielen, so. Dann habe ich irgendwie noch weiter gespielt und dann war es so, nö. Und dann habe ich ganz aufgehört. Ich glaube, die einzige Person. Stell mir das richtig vor, weißt du, du sitzt so vor der PlayStation, spielst du und dann so, Final Fantasy 13, Bullshit Story, der da stirbt, oh nein, ich bin ein IC und du sitzt davor nur so, nö. Ja! Dann war mir die PlayStation aus und dann war's das. Aber so krass einfach. Und ich hatte einfach niemals Geld. Ich hatte niemals fucking Geld. Egal, wo ich hingegangen bin, egal, wie ich geknechtet habe, ich hatte niemals Geld, Mann. Na du, aber es gab ja auch keine Händler. Real life. Ja, und wenn ich das möchte, dann kann ich halt auch rausgehen und mein echtes Leben leben, so. Ja, also du hast es dann auch gar nicht durchgespielt, ja? Nee, aber ich habe dann irgendwann mal, glaube ich, zuguckt, wie meine Mutter irgendwie, oder die haben mir das irgendwie erzählt, was am Ende passiert ist oder okay. So. Das heißt ja dann tatsächlich, dass ich der Einzige bin, der das Spiel wirklich durchgespielt habe. Ja, ich frage mich, ob du das durchgehalten hast. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Das frage ich mich wirklich auch. Okay, wie gesagt. Ich habe ja schon gerade gesagt, ich habe mich ja total drauf gefreut und war richtig schön gehypt und war der Meinung so, yo, wenn du das Abi hinter dir hast, dann darfst du 13 spielen. Ja, das war ja so mein... Das ist richtig die Belohnung. Genau. Und dann habe ich so dann auch das Spiel halt reingepackt. Und ich weiß auch noch sehr gut, weil meine Freundin war da, als ich das Spiel das erste Mal angemacht habe. Und ich mache es halt an. Und das bootet hoch und ich voller Vorfreude. Ha, ja, Intro-Sequenz, oh cool. Ich denke mir, ja, ist so geil, Mann, jetzt hier. Das erinnert mich direkt an FF7 hier mit dem Zug und so weiter. Ja, und Lightning in der Zwischensequenz, die kickt so richtig hier den Leuten in den Arsch, ne? Cool, Mann, ah, geil. Und dann ist da dieser Kampf gegen diesen Skorpion-Roboter, weiß ich nicht was, hat mich auch total an sieben erinnert, ja, wo du am Anfang im Raktor bist und denkst mir so, ah, so halb was Neues, gemischt mit Nostalgie, oh, voll geil, ne, und dann ist ja halt so eine Art Tutorial und dann sagt mir halt dieses Tutorial so, ja, du musst X drücken und dann wählen wir für dich halt die Attacken Angriffe aus und die Zauber, das ist ja, also behindert. Ja, also alles so, ne, und denk mir so, okay,
ich muss jetzt hier nur drücken. Es ist Blödsinn. Ich mache das die so mit den. Okay, ist vielleicht für Leute, die es sich einfach machen wollen. Ich wähle das einfach so manuell aus. Das wird auch schon gehen. Dann habe ich ja festgestellt, dass wenn ich das manuell mache und ich in dem Menü halt so und so schnell klicke, das Tempo des Kampfes ist so schnell, dass ich gar nicht die Zeit habe, die Befehle wirklich im Menü auszuwählen. Das heißt, ich muss halt trotzdem diesen Autobefehl nehmen. Und im Spiel so und denke mir so, okay, ist jetzt schon ein bisschen dämlich, aber das wird bestimmt noch besser. Ist ja Tutorial und so, weißt du? Je mehr ich spiele, desto mehr Fähigkeiten werde ich bekommen und desto mehr wird sich das Kampfstil wahrscheinlich entfalten. Das ist ja jetzt nur das Tutorial, logisch, ne? Und dann laufe ich halt los und sehe diese Grafik und ich auch, oh, ist das geil, es sieht so hammermäßig aus. Oh, habe mich daran ergötzt, habe die Kamera nur gedreht, habe mir die Landschaft angeguckt und so weiter. Und dann war irgendwann meine Freundin halt schon echt angepisst und meinte, boah, jetzt lauf doch mal endlich weiter und guck dir nicht die ganze Zeit die Grafik an. Ist doch langweilig so. Ich so, ja, okay, ich will es halt nur wirklich genießen und so, ja, okay. Gespielt. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das Tutorial, in dem ich mich am Anfang befunden habe, nie aufgehört hat. Das gesamte Spiel war vom Schwierigkeitsgrad her wie ein Tutorial. Es hat sich nichts geändert. Ja, und ich habe dann irgendwann auch, so wie Sefitz, ich habe dann gespielt, dachte, oh, das ist ja jetzt schlecht, oh, ist das schlecht. Aber gut, das wird nachher noch besser. Das wird nachher bestimmt noch besser. 100 Pro. Spielst du erstmal. Ich meine, du kannst ja nicht erwarten, dass du ein Spiel mit 40 Stunden spielst und nach den ersten 2-3 Stunden sagst du dir, oh, hammergeile Story. Du musst ja die Charaktere erstmal kennenlernen und so weiter. Da muss ja erstmal hier so Sachen passieren und so, dass du da erstmal wirklich reinfindest. Ne? Spielst du mal weiter. Und die Spiele und die Spiele und die Spiele. Und ich wurde wirklich von Spielstunde zu Spielstunde wurde ich immer angepisster. Weil sich so langsam immer weiter die Gewissheit bei mir breit gemacht hat, dass sich da nichts ändern wird und dass das so beschissen bleiben wird. Und dann war ich irgendwann ab der Hälfte, auch weil ich wusste, jetzt wenn du da auf dieser großen Ebene bist, soll es ja besser werden. Und dachte mir, okay, jetzt bist du soweit, jetzt geht's endlich los. Und ich habe dann festgestellt, auch hier ändert sich nichts. Nichts, gar nichts. Und dann war ich schon so angepisst und habe dieses Spiel so gehasst, ja, und ich musste mich zwingen. Ich meine, kennt ihr das, wenn ihr ein richtig gutes Spiel spielt und ihr sagt, ah, ich spiele nur noch 5 Minuten und auf einmal werden es 2 Stunden. So, ja. Ne? Ja, zum Beispiel, ne? Und du weißt halt, oh, das ist richtig geil. Bei Final Fantasy 13 war es so anders. Ich habe mir gedacht, Alter, du hast über 70 Tacken für diese Scheiße bezahlt. Du hast diese Limited Special Edition da gekauft. Du willst jetzt auch einen Gegenwert für dein Geld haben. Du musst dieses Spiel jetzt durchspielen, sonst verzeihst du es dir dein gesamtes Leben nicht. Du musst dieses Spiel jetzt spielen. Und da war es halt wirklich so, ich habe mir gedacht, okay, du spielst jeden Tag einfach 1 Stunde und dann kriegst du das ja vielleicht in einem Monat durch. Ja, und das klingt irgendwie so, als würdest du lernen müssen. Oder? Ja, so war ja, es! Wirklich, und ich habe mir so wirklich gedacht, da war es wirklich, deswegen habe ich ja eben gerade gesagt, mit den 5 Minuten, es wären 2-3 Stunden, da war es genau umgekehrt. Ich habe mich hingesetzt, habe gedacht, ach, du musst wieder 13 spielen, oh nein. Angemacht, ja, hab's gespielt und ich hab so 10 Minuten gespielt und dachte mir, oh, wie lange hast du schon gespielt? Kannst du nicht langsam mal aufhören? Was, erst 10 Minuten? Oh nein. Ja, und ich musste mich selber wirklich zwingen, dieses Spiel zu spielen. Es war, oh, weil, wisst ihr, das Schlimmste dabei ist, dass das Spiel zwischendrin halt von der Story her auch einfach gute Ansätze hat. Es gibt gute Ansätze, wo ich so denke, das Spiel macht im Prinzip so, es wirft einen Köder aus, ich beiß an und lauf dem Köder hinterher, aber dann ist der Köder weg, der verschwindet, der Angelhaken wird aus dem Wasser gezogen und ich kann nicht zubeißen. Und dann wird an einer anderen Stelle im Wasser ein neuer Köder reingeschmissen und ich lauf wieder hin, ja? Und das mache ich 5, 6, 7 Mal und irgendwann bin ich nur noch richtig angepisst von dieser Scheiße, ja? Weil, ich kann gar nicht, wenn wir nachher über die Story sprechen, können wir da noch mal, kann ich da noch ein bisschen besser oder mehr drauf eingehen, was da so mir vorgeworfen wird an Köder, wo ich dann einfach leider kein Payback später für bekomme. Aber jedenfalls musste ich mich halt wirklich zwingen, dieses Spiel zu spielen. Und bis zuletzt habe ich gehofft, dass das Spiel noch besser wird, aber nein, ich habe mich von dem Spiel wirklich getrollt gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, als hätte, wenn ich das Spiel gespielt habe, Square Enix einen riesigen Stinkefinger auf den Bildschirm projiziert und mir den immer nur wieder so gezeigt.
Ich habe gedacht, das kann doch nicht deren Ernst sein. Das kann doch nicht deren Ernst sein, was die mir da vorsetzen. Haben die alle Lack gesoffen oder? Weiß ich nicht. Haben die während der, war das so eine neue Maßnahme vom Publisher so, hey, euer Spiel ist zu gut. Wir geben jetzt all unseren Mitarbeitern eine Lobotomie und dann machen sie das Spiel fertig und dann läuft das. So, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was die sich dabei gedacht haben, wirklich, ne? Ey, boah, nein. Ich habe versucht, das Spiel gut zu finden. Ich wollte es mögen. Im Kontrast dazu, was Pummi vorhin gesagt hat, weil sie meinte, ha, Lightning ist so ein Mischmasch aus Cloud und Squall. So, ich so, nein, ich fand das geil. Ich dachte so, oh, cool, so eine Art weiblicher Cloud. Und sie hat eine Gunblade, das erinnert mich voll an Final Fantasy VIII. Das ist ja hammermäßig geil. Boah. Und ich weiß nicht, ich glaube, der Moment, es gab auch wirklich so einen Moment, wo ich wirklich bei dem Spiel zerbrochen bin, so wie Sifitz den vorhin geschildert hat. Das war relativ gegen Ende wirklich. Es war schon, ich weiß nicht genau, wo es war, aber es war wirklich, glaube ich, fast kurz vor Ende. Da war ich auf einmal in so einer Art, ja, wie das oft ist bei Final Fantasy, dass du dann ganz am Ende in so einer surrealen Welt bist, dass irgendwie Erdböden irgendwie oder so Inseln in der Luft schweben. Das sah so nervig aus, ich bin so froh, dass ich nicht spielen musste. Ich glaube, da war das irgendwo, ja. Und es sagte mir so, ja, okay, das ist jetzt hier das Endgame, weil du konntest es halt anhand davon, dass das so so halt so künstlerisch surreal aussah, wusstest du schon, okay, das ist jetzt hier das Late Endgame. Und hab gedacht, vielleicht reißt ja das Ende ist noch richtig raus, so, ne? Und auch das Kampfsystem, vielleicht kriegst du ja noch irgendwas. Und dann bin ich da hingegangen und hab, ich weiß nicht, ob ich eine Schatztruhe geöffnet habe oder an den nicht vorhandenen Shops da was gekauft habe. Aber auf einmal hatte ich eine Waffe bei mir im Inventar, Löwenherz. Für Lightning. Und ich, oh geil, oh, habe ich jetzt Squalls Waffe? Das wäre ja der Hammer, ne? Oh, ich habe mich wirklich so gefreut, dachte, oh, das wäre ja cool, ist das jetzt, da würden sie wieder voll was bei mir wieder mit gut machen, so, ne? Weil sie sagen, hey, wisst ihr was? Ja, wir wissen, das Spiel ist scheiße, aber wir wissen, wir kennen unsere Vergangenheit, wir benennen das wirklich, wir zeigen mit dem Finger drauf, doch, so, nimm das an, so, das ist ein anderer Ansatz vielleicht, ne, aber wir haben unsere Vergangenheit nicht vergessen, guck mal hier hast du Löwenherz, das ist die Waffe von Squall, und ich, oh geil, Löwenherz, rüste das Ding aus, sehe, Stats waren auch ganz in Ordnung, und dann gehe ich in Kampf und sehe, Lightning hat kein Schwert oder eine Gunblade in der Hand, sondern einen türkisblauen Zweig. Einen Zweig. Oder eine Art. Das muss ich mir angucken. Oder eine Art Hirschgeweih. Und da habe ich echt. Nein, ich habe das gesehen. Ich habe den Controller auf den Boden geschmissen und habe ausgemacht. Ich war so angepisst. Da waren dann auch irgendwie, ich glaube, 1,5 Stunden Fortschritt weg. War mir dann scheißegal. Ich war in dem Moment so angepisst und gedacht, ja, nein, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr benennt das Löwenherz. Sie hat eine Gunblade. Sieht richtig kacke aus. Alter, und dann habt ihr da so eine Art blaues Hirschgeweih. Das meine ich mit wirklich Trolling. Das ist Trolling von denen. Das ist so richtig so, ha, du freust dich, du kriegst jetzt die Waffe von Squall. Nein, hier hast du einen Ast, einen Birkenzweig. Oh, das ist, oh, da war es bei mir, nee, echt vorbei. Und dann hatte ich auch dann nochmal 2 oder 3 Wochen nicht gespielt und hab mir dann aber gesagt, hey komm, du bist jetzt so kurz vor Ende, du ziehst das jetzt durch. Und das Ende war nur noch verwirrender und noch beschissener und es hat nichts gerettet. Gar nichts. Oh, krass. Ja. Das sieht ja echt irgendwie aus wie so ein, wie so eine spitze Zacke einfach nur. Ja, ich werde das, glaube ich, auch einblenden dann auf YouTube, dass man sich das direkt angucken kann. Das sind so Kleinigkeiten halt, ne? Man könnte jetzt sagen, du Spasti, du regst dich auf, nur weil da eine Waffe hier jetzt irgendwie nicht so aussah wie die andere Waffe. Aber na klar, ist das nur eine Kleinigkeit. Und eigentlich ist es scheißegal, ob die Waffe so aussieht oder nicht. Aber das war wirklich zu dem Zeitpunkt, ich war schon so gereizt, ja, und hab quasi so viele emotionalen Backpfeifen von dem Spiel bekommen. So, und dann war das war echt so der Punkt, der das fast dann bei mir zum Überlaufen gebracht hat. Und da war es dann vorbei. Nein. Das Spiel ist Dreck und ich habe auch schon so oft Diskussionen mit Leuten geführt im Internet, die da anderer Meinung sind. Und ich kann mir bis heute nicht erklären, es sei denn, man hat vielleicht noch nie ein Rollenspiel gespielt und man hat noch nie ein Final Fantasy Teil gespielt. Wenn man dann sagt, yo, 13 finde ich gut, okay, dann kann ich das vielleicht verstehen, weil du hast ja keinen Vergleichswert so, ne?
Aber ja. Wenn du die PS1-Teile kennst und so, und du sagst, oh, 13 ist voll toll, einer meiner Lieblingsteile. Es ist egal, wie sehr ich versuche, mich in die andere Person hineinzuversetzen. Es ist mir nicht klar, wie man das gut finden kann. Nein, ich verstehe das nicht. Ich raff es nicht. Das ist für mich immer so, wenn ich höre, wenn einer von 13 redet, das ist, ich nehme da immer das Beispiel mit Fleisch oder mit McDonald's. So, Square Enix, stellt euch vor, Square Enix war früher ein Steakhouse. Ja? Ein Steakhouse. Wo es richtig geile Rinderhüften gab, keine Ahnung, ja. Du kriegst da Kobe-Steak. Geilster Scheiß, kostet auch was, ist qualitativ hochwertig. Du isst das und du denkst, oh, richtiger Leckerbissen, so ein geiles Steak gegessen. Und irgendwann sagst du. Ist mit Liebe gemacht. Mit Liebe gemacht, ja. Du hast da einen richtigen Chefkoch in der Küche stehen, ja. Und dann sagt die Square Enix eines Tages so: Yo, wir haben zwar extrem gute Küche und so, aber unser Restaurant ist nicht voll genug. Und deswegen, wir wollen mehr Leute hier reinkriegen, aber das können wir nur machen, indem wir die Qualität unseres Essens einfach herabsenken. So, nur so geht das. Nur so kriegen wir andere Leute hier rein. Und dann wird aus diesem geilen Steakhouse auf einmal McDonald's. Ja? Ja, und dann gehst du in diesen Laden, ja? Und du denkst dir, wo ist mein Steak? Ja, hier hast du einen Cheeseburger. Und du hast diesen schmierigen, ekligen, trockenen Cheeseburger, ja? Und dann sitzen um dich herum ganz viele Leute. Oh geil, mein Cheeseburger. Und du denkst dir so, wo ist mein Steak? Wollt ihr mich verarschen? Ja, und wenn du dann Leute hast... Ich bin Stammkunde, genau. Ja, was ist mit dem Koch passiert? So, weißt du, und dann denkst du dir so, okay, wenn dann einer da reinkommt und der wurde halt wirklich angelockt von diesem Fast-Food-Style und der kennt das Alte nicht und der hat da vorher noch nie gegessen, er würde vielleicht sagen, ja geil, so ein Burger finde ich super. Ich will jetzt auch nur 1,50 Euro ausgeben für das Ding und dann bin ich damit zufrieden. Das ist dann ja auch okay, weil er hat ja keinen Vergleichswert. Aber wenn ich dann jemanden daneben mir sitzen sehe, der da diese Cheeseburger in sich reinschaufelt und sagt, oh, wieso, ist doch genauso gut wie vorher auch. Das ist doch auch Fleisch. Das kommt auch von der Kuh. Was hast du für ein Problem? Das ist der Hammer. Dann möchte ich dieser Person einfach auf die Fresse hauen, wirklich. Ich werde da so aggressiv. Oh, da fühle ich mich, wenn einer sagt irgendwie, er mag die alten Teile, und er findet 13 auch super, dann fühle ich mich da persönlich angegriffen. Ich weiß, dass das irrational ist, dass es total dumm ist von mir, dass mein Verhalten da auch total schlecht ist, aber es ist tatsächlich so bei mir. Ich kann da nichts gegen machen. Nein, das ist okay. Das ist vollkommen okay, denn ich glaube, dass der Typ seine Steaks damals auch mit Ketchup gegessen hat. Das kann sein. Ja. Das ist gut, das ist wirklich passend. Okay. Ja. Wollen wir vielleicht mal was... Nee, sag du erst, was du sagen willst. Nee, ich meine halt nur, es ist, kann halt wirklich sein, dass halt viele Spieler halt wirklich auch blind durch die alten Teile spielen und halt die Schönheit gar nicht erkennen halt und halt deswegen halt auch 13 und bedingungslos spielen können, weil es halt sehr, 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 sehr oberflächlich halt vielleicht das Gleiche ist, aber deswegen finde ich den Ketchup-Vergleich ziemlich cool. Ja, das passt, denke ich. Ja, stimmt, das passt eigentlich ganz gut. Wollen wir mal auf das, wollen wir zuerst auf die Story oder auf das Gameplay eingehen? Boah, keine Ahnung. Ich würde vielleicht auch die Charaktere vielleicht erstmal, wen gibt's? Charaktere? Wie finden wir die? Ja, okay. Warte mal, ich muss selber mal erstmal hier die Wikipedia-Seite wieder aufrufen. Na, ich habe eigentlich dadurch, das glaube ich, alle im Kopf, also zumindest die Hauptcharaktere, also jetzt neben Charaktere, dadurch, dass sie unfassbar unpräsent sind in diesem Spiel, da weiß ich jetzt nichts. Okay. Ah, da okay. Gibt's auch, aber Charaktere ist auch gleichzusetzen, also setzen wir mal Charaktere, weil die Charaktere auch sehr flach und dumm sind. Setzen wir Charaktere mal gleich mit Story. Also, wir haben Lightning. Lightning. Ja, was gibt's zu Lightning zu sagen? Lightning ist ein Cloud-Abklatsch, haben sie auch selber gesagt. Ein schlechter Cloud-Abklatsch. Denn im Gegensatz dazu, dass Cloud ein gewisses schroffes, introvertiertes Verhalten hat und er halt der eiskalte Söldner ist, was Lightning ja auch hat, ist, oder halt dieses Verhalten hat, ist ja auch in Ordnung. Aber bei Cloud gibt es Gründe, warum er so ist, wie er ist. Und bei Cloud wird das im Spiel auch ergründet. Du erfährst, was Clouds Vergangenheit, du erfährst, wie Cloud zu dem Menschen geworden ist, der er geworden ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, außer dass Lightning und Sarah Waisen sind und dass sie irgendwie mal ein Taschenmesser geschenkt bekommen hat,
erfährst du nichts von ihrer Vergangenheit großartig im Spiel, oder? Kann das sein? Ja, das kann ich. Und die interessiert aber auch niemanden. Ja. Also ganz im Ernst, es war wirklich so, das war so, oh ja, Lightning ist richtiger Name. Ich weiß sowieso nicht, warum das so ein Ding war, weil alle irgendwie so ein bisschen abgefahren High Society möchte gern englische Supernamen hatten. Hope, Vanille, Lightning. Da denkt man sich doch nicht, dass die einen außergewöhnlichen Spitznamen hat. Tut mir leid. Also ich dachte halt, die heißen halt alle so bescheuert. Warum war das jetzt eigentlich nochmal so wichtig? Warum hat sie sich Lightning genannt? Ich habe das schon wieder vergessen. Ich ja, weiß nicht. Es auch nicht. Es hatte auch keine großartige Bedeutung, meine ich. Es war halt, glaube ich, nur dieses Ding so, hey Hope, wir sind jetzt Kumpels. Ich erzähl dir jetzt halt. Ich glaube, die hat einfach nur gesagt, ich meine, das wurde da, wo du das erfährst, dass die halt sie und Sarah Waisen sind, hat sie einfach gesagt, ja, ein richtiger Name ist Claire. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, als ich Söldnerin war, ja, ich nehme mich jetzt Lightning. Because of reasons. Und das war's. So. Ja. Das ist so die geile Erklärung des Spiels. Tatsächlich. Weiß denn einer noch, wie sie wirklich heißt? Claire heißt sie. Claire, achso, Claire, Entschuldigung. So, Cloud Claire. Ja. Oh, wir haben uns richtig viel Mühe gegeben. Oh. Also ungefähr. Ja. Aber ich meine, okay, ey, zugegeben, jeder Final Fantasy Hauptcharakter ab 7 oder so hieß halt irgendwie irgendetwas mit, im Vergleich mit Wind und sowas. Also ja. Squall, Lightning. Ich meine ja jetzt nicht, dass sie Lightning heißt, sondern dass sie dann halt anstelle von Cloud Claire genannt haben. Das finde ich echt dumm. So, weißt du, richtig so, in your face. Ja, sie ist eine billige Cloud-Kopie. In your face. Wir drücken dich mit der Schnauze rein. Wie ein Hund, der auf den Teppich gemacht hat. Weißt du? Haben die anderen dann eigentlich auch richtige Namen? Also, ich meine, Vanille hieß sie dann auch eigentlich. Ja, die heißen oder die hieß Hope eigentlich. Die heißen so. Jeremy oder. Jeremy! Jeremy Pascal. Hope ja, Jeremy keine Ahnung. Pascal. Nee, die heißen tatsächlich so. Also, nee. Es gibt Snow Villiers, Oerba di Vanille. Hope Estheim, Erba Jung Fang und Seth Casroy. Und oh, Erba Jung Fang. Ja, das sind halt die Namen von denen. So, die heißen halt so. Boah, ich hatte auch gedacht halt, bevor ich die Story halt noch nicht hatte, dass da sich ein bestimmtes Thema durchzieht. Das Lightning, das ist ja eine Sache, das ist ja Blitz, dass das nicht ihr richtiger Name ist. Und dass es bei den anderen Charakteren auch so ist. So, dass zum Beispiel Snow, dass Snow auch nur so eine Art Deckname oder irgendwie sowas sein wird. Und dass es da ein Geheimnis darum gibt, wie die richtigen Namen sind. War tatsächlich Sarah, Alter. Ja. Na, vor allem, das Ding ist halt, gut, den Namen jetzt mal dahingestellt, so wie jemand heißt, ist ja relativ egal. Also, ich meine, Tidus ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der coolste Name aller Zeiten. Doch. Aber, doch. wenn Lightning, ich meine, wenn es halt schon irgendwie ein Codename von ihr ist, dann hätte ich doch mit dem Namen auch so geile Sachen vielleicht in Szene setzen können, sie irgendwie, weiß nicht, wenn sie irgendwie vielleicht mal wütend wird, irgendwie so irgendeinen coolen Spruch noch bringt, so, ah, das, ich weiß nicht, ich bin der Donner, der dich heimsucht oder der Blitz halt und keine Ahnung, und dann passiert irgendwas. Darkwing Duck! Was weiß ich. Darkwing Duck! Aber irgendwie hätte man natürlich, das Ding ist halt wirklich absolut nebensächlich und dass sie halt einen Hauptnamen hat, so ist halt, geht da weißt du, unter. Das ist, was ich gerade meinte, also du hast schon so ein gewisses Thema, sie heißt Lightning, dann hast du Snow, dann hast du Vanille, also Vanille von mir aus, dann hast du Hope, dann hast du Fang, wie Fangzahn, und dann Seth's Cutthroat, weiß ich jetzt nicht, ob Seth eine eigene Bedeutung hat, keine Ahnung, aber jedenfalls hast du bei den meisten halt so einen Eigennamen wirklich, der eigentlich kein normaler Name ist. Und ich dachte mir halt wirklich, das ist das, was ich meine, wo ich glaube ich mit einfach, wo ich zu intelligent bin oder einen zu hohen Anspruch habe, weil ich das von den anderen Teilen vorher gewohnt war, dass da was dahinter steckt. Das ist so eine Sache, das ist einer von diesen Ködern, die ich meine, die dir das Spiel aus vor die Nase wirft und du beißt an und dann kommt da nichts mehr. Ja? Ich hab gedacht so, okay, wenn die jetzt alle so einen komischen Decknamen haben, dann wird's da bestimmt eine wichtige Story geben oder ein Geheimnis, warum die so halt andere Namen haben. Vielleicht sind die ja auch irgendwie alle verwandt oder so, wie bei 8 damals. Die waren ja alle irgendwie Geschwister oder sowas. Oder, ja, vielleicht, oder vielleicht gehören die alle irgendwie zu einer komischen Experiment an oder so. Und deswegen haben die so Decknamen. So Projekt, weiß ich nicht was. Aber nö, da ist nix. Da ist einfach nix. Aber hey, daraus kann man ein ganzes Universum machen. Geil. Ja, natürlich. Das Geile ist ja, man hätte ja echt, ne? Also wie gesagt, das ist es ja, was wir sagen. Es hatte alles Potenzial. Es wurde einfach so hart in die Scheiße geritten. Ja, richtig hart in die Scheiße. Machen wir weiter. Also Snow. Erster gefeierter, also öffentlich akzeptierter pädophiler Videospielcharakter. Ja, genau. Also so ist es. Wie alt war der nochmal? Der war auf jeden Fall mehr als volljährig. Ich glaube, der war so alt wie.
Ich glaube, der war so alt wie Lightning. Ich glaube, der war so alt wie Lightning, glaube ich. Was das ja auch so abartig gemacht hat und weswegen sie ja auch so ein bisschen den Hass auf ihn geschoben hat. Also sie war ja irgendwie nicht so damit einverstanden, dass er da sich an ihrer Schwester vergreift. Komisch. Komisch. Merkwürdig. Und dann sollst du so einen Typen aber gut finden. Als Charakter. Ich habe das auch am Anfang nicht so gerafft, ne? Als es dann so irgendwann so klar wurde. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so ein Spiel dann erst mitbekommen habe oder halt auch durch die Berichte schon vorher, dass die halt ein Liebespaar sind, aber es war halt die ganze Zeit so, wow, was? Das Kind, er schiebt jetzt sein in dieses kleine und bitte? Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Und als sie dann da diese komische Feuerwerks-Szenerie hatten da, als sie da rumgeflogen sind, die Feuerwerksszenerie ist ja auch so witzigerweise so ziemlich das Einzige, wo irgendwie Hintergrundgeschichten erklärt werden, weil ja alle an diesem Feuerwerk teilnehmen und das soll ja so super bedeutend sein irgendwie. Was es halt einfach nicht ist und schlimm, wenn du halt auch so ein relativ unwichtiges Ereignis halt als großen Treffpunkt aller Charaktere ausmachst. Aber das war halt dann, wo die da so rumgeflogen sind, dachte ich, das war schon ein bisschen awkward. Aber da dachte ich mir halt einfach, okay, Japaner halt, okay. Ich habe mir auch so gedacht, ich glaube, Sarah und Snow, das ist, glaube ich, einfach nur so, da haben sie versucht, so den feuchten Traum jedes 14-jährigen japanischen Mädchens zu verwirklichen, so. Ja, ah, ich habe so einen durchgestylten Typen, der ist 28 und der will mich heiraten und so und ha, voll toll. Und der hat schon ein Auto. Und der, genau, der hat ein Motorrad, auf jeden Fall. Genau, er hat ein Motorrad. Moped, bitte. Moped. Er hat sein Moped. Und da denke ich mir so, ist das. Das ist doch inakzeptabel, dass die das da reinpacken in das Spiel, so ein Scheiß. So, weißt du, was ich meine? Ja, das ist gute alte Hebephilie, um nochmal klug scheißen zu können, weil weil Sarah ja natürlich nicht, also sie ist ja Teenager. Ja. Wie alt soll die eigentlich sein? Keine Ahnung, geistig ist sie 6. Ja. Geistig ist sie 6 oder so, oder 8. Also körperlich gesehen hätte ich sie jetzt nicht älter als 15 eingeschätzt. Ich auch nicht. Ich glaube, die ist 16 gewesen oder so. Kann ja sein, trotzdem ist sie minderjährig. Ich meine, wenn er jetzt 18 wäre und sie 16, das ist ja was anderes, aber er ist irgendwie Mitte, Ende 20. Ich bitte dich, Alter. Hätte ich auch Nein gesagt, wäre ich die Claire Lightning gewesen. Das ist doch komplett gestört, Alter. Ja, also, boah, nee. Aber gut. Vor allem dann auch so, dann sagt man halt so viel, dann hätte man das vielleicht auch anders machen können. Also entweder hätte man sie einfach älter machen können, ein Stückchen wenigstens, oder man hätte es vielleicht auch interessant machen können. Ey, vielleicht sind sie ja so ein liebes Paar und das ist eine kritische Sache mit dem Alter zwischen den beiden und dann hätte man, wenn man halt schon auf diese emotionale Schiene geht, dann hätte man das auch noch mehr thematisieren können wegen mir, aber das war halt nur so. Ja, das ist auch wieder so ein guter Ansatz, der komplett ignoriert wurde. Gerade das, was du sagst, wenn sie das so machen wollen, sie sagen, okay, wir machen eine Story, der Typ ist irgendwie 10 Jahre älter als sie und die sind zusammen und die verloben sich und die lieben sich voll, dann könntest du ja daraus so eine Story machen, wirklich, du könntest das ja aufbauen und sagen, das Alter ist für Liebe komplett irrelevant. So, weißt du, du könntest sagen, hey, weißt du was, das ist egal, wie alt wir sind, du könntest in dem Spiel eine Story schreiben, die beweist, dass die Liebe von den beiden nichts mit ihrem Alter zu tun hat. Verstehst du? Ja. Das könntest du ja, hättest du ja eindrucksvoll machen können. Machen die aber nicht. Das ist denen scheißegal. Hätte Fahrradkette. Ja, genau. Ja. Das, boah. Okay, dazu sei noch gesagt, als Abschluss zu Snow, ganz kurz, dass Troy Bakers schwächste Performance war. Ja, mit Abstand. In meinen Augen. Mit Abstand. Also Troy Baker ist ja mittlerweile in fast jedem Videospiel irgendwie. Du hast kein AAA-Titel ohne Troy Baker irgendwie so. Aber ja. Definitiv. Ja, was soll der auch machen bei der Ausgangssituation so? Also das hätte er jetzt auch nicht retten können. Ja, Snow war halt so. An sich war Snow in Ordnung. Also er gehört noch zu den Charakteren, die ich persönlich noch das hört sich jetzt doof an, aber am interessantesten vielleicht finde. Einfach so seine Art, das heißt, ja, dieses Heldending. Er ist kein klug geschriebener Charakter, aber er funktioniert. Ja, das ist okay. Ne? Ja, also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, wo wir sagen, boah, der Charakter hat mich jetzt echt gefangen genommen, aber er hat mich jetzt auch nicht gestört. Das muss ich jetzt auch nicht sagen. Also das mit der Liebesgeschichte, ja, das war eigenartig, ein bisschen verstörend so. Aber wenn man sich dann erstmal dran gewöhnt hat, dann war Snow schon in Ordnung. Ja, das muss ich schon zugeben. Okay. Ja. Okay. Und dann... Das Geringe war übel. Dann kam Hope. Nee. Lass uns mal die Wikipedia-Seite runtergehen. Das ist ganz gut. Entschuldigung. Da haben wir erst Vanille. Dann haben wir erst Vanille. Vanille, Vanille ist so ein Hallo, ich bin Vanille! Da, 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 da. Ey, das
Das ist. Oh. So, ich bin so ein Selfie-Abklatsch immer, voll fröhlich, und dann tue ich einen auf der anderen Seite auch voll deep. Und dann, oh, das große Geheimnis, ich bin die Schwester von Fang. Obwohl wir beide denselben Vor-/Nachnamen haben. Ja. Ja. Das war ja kein Geheimnis, und dann mitten so, die sind Schwestern! Und dann war es so, sie haben ja auch denselben Nachnamen. Ja, vor allem, das spielt ja auch keine Rolle. Das ist ja voll egal. Nee, das ist auch. Hallo, ich bin Müller. Und ich bin Frauke Müller. Hm, könnten die beiden Charaktere was miteinander zu tun haben? Nein, das wäre abwegig. Ja, wirklich. Das, Na, vor allem, gab es denn einen Grund, das jetzt geheim zu halten? Oder warum ist es jetzt wichtig, dass sie Geschwister sind? Ich meine, wenn ich mit meinem Bruder in der Zombie-Apokalypse bin und weiß nicht, nach 4 Wochen haben wir uns einer Gruppe angeschlossen, wir haben schon viele Scheiße erlebt und dann irgendwann verrate ich den nachher, wir sind übrigens beides Brüder, das ist ja auch komplett egal. Dann ist es halt so, ach echt, ja, ach cool. Ja. So. Wahrscheinlich so. Hätte einfach keiner von uns ein Hehl drum gemacht, hätte direkt gesagt, hallo, das ist mein Bruder. Ja, ja, eben. Das wäre noch viel, hier, guck mal, das, hier, Benny und Olli, wir sind übrigens Geschwister und ja. Sind Bücherschaften und ja. Also ich finde ja, auch... Aber ich habe stattdessen so, wir müssen das unbedingt geheim halten, dass wir Brüder sind. Für den Fall, dass sie uns gegeneinander ausspielen wollen. Hätten sie das, auch wieder ein Punkt, hätten sie dann vielleicht gesagt, dass die beiden, dadurch, dass sie ja vom Puls kommen, wir vertrauen den anderen nicht so, weil die sind ja von, wie ist die andere Planet? Cocoon. Cocoon. jedenfalls, dass man so auch fragen kann, okay, wir, weiß nicht, wir wollen uns vielleicht nicht erpressbar machen oder wir spielen vielleicht eine ganz andere Rolle, um erstmal zu gucken, was wollen die Typen eigentlich, das hätte man ja machen können und dann später so, okay, ey, wir sind doch alles gute Freunde und, weiß ich nicht, wir lösen das jetzt vielleicht alles auf und wir haben uns noch nicht so öffnen wollen, euch gegenüber, was weiß ich, keine Ahnung, das wird ja auch vor allen Dingen, weil Fang ja auch hier die Dingens ja schon dieses Tattoo hatte, was schon quasi da so erfüllt war, ihr Job davon. Ja. Die ja eigentlich gar kein Problem mehr hatte, dass sie Lucy war, weil das war ja schon erledigt. Ja. Das war dann auch irgendwie so eine Sache, wo man dann sowas hätte drumherum bauen können, so richtig, aber so. Also sie wollte ja irgendwie Vanille helfen, ihr es zu erfüllen, wenn ich das jetzt irgendwie richtig im Kopf habe. Genau, ja. So war es ich auch, aber Vanille. Man hätte vielleicht viel mehr so ein Geheimnis oder sowas drum machen können, aber im Endeffekt war es auch gar nicht so eine große Sache, glaube ich. Ja, deswegen halt, es war halt irgendwie auch jetzt nicht so wichtig irgendwie, also vom Gefühl her zumindest. Naja, aber es hätte eigentlich für die Story war es ja wichtig, dass von woanders, also theoretisch hätte es wichtig sein können, dass die von woanders kommen und die einen Auftrag hatten, diese scheiß Kugel da oben zu zerstören, so. Also. Ja, ich verstehe schon komplett, was du meinst. Aber ich finde auch einfach, Vanille ist so ein richtiges, so ein laufendes Klischee irgendwie, wirklich. Sie ist ja, absolut. So ein laufendes, dummes, quietschiges, ich bin immer fröhlich Klischee. So, Die vereint halt wirklich alles aus Charakteren, die gab's ja immer, ne, diese Charaktere, ne, Riku, Selfie und hier, wie hieß die andere aus 12, Penelo, genau, so, und das Ding ist aber, man hat sich so irgendwie gesagt, okay, wir müssen jetzt aus den Charakteren, die ja an sich, außer Penelo jetzt vielleicht, aber die an sich alle funktioniert haben, weil sie vielleicht noch andere positive Aspekte hatten, lass uns mal alle positiven Aspekte außen vor lassen, und alles andere vereinen und damit irgendwie Vanille erschaffen. So, dass wir wirklich so das nervigste Wesen in der ganzen Final Fantasy-Story erschaffen können. So hat sich's angefühlt für mich. Ja, so richtig tiefgreifend war die jetzt auch nicht so richtig. Nur so möchte gern mit diesem. Na, vor allem, sie war ja irgendwie auch super wichtig. Sie war ja auch so geschichtenerzählermäßig die ganze Zeit, ne? Sie war ja irgendwie halt, sie erzählt die Story mehr oder weniger und da denkt man halt so, sie muss halt noch irgendwas Krasses. Sie trifft ja auch noch irgendwie Sarah, am Strand und irgendwie hatte sie doch den Auftrag, Cocoon zu zerstören und hat es dann aber nicht gemacht irgendwie, weil sie mit Sarah noch gequatscht hat, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie so, Irgendwas war da gewesen und das war halt auch so diese Rückblende mit Sarah, so ganz ruhig, wir kennen uns gar nicht, aber lass mal Freunde sein und meinst du, wir sehen uns doch mal wieder irgendwann? Niemals, aber es ist doch egal. Weißt du, der Moment, wo ich wirklich die auch nicht mehr... Also ich habe ja nichts dagegen, wenn ein Charakter total quietschfröhlich ist. Ich habe auch nichts dagegen, wenn ein Charakter nur so tut, als wäre er quietschfröhlich. Und in Wirklichkeit ist er traurig, weil das hatten sie so ein bisschen versucht, mit ihr zu machen. Aber ich habe extrem was gegen Charakter, wenn der Grund, weswegen sie denn im Hintergrund total traurig ist, der letzte Schwachsinn ist. Der Zeitpunkt, wo ich die nicht mehr ernst nehmen konnte, war,
als sie die ganze Zeit ja mit Sass rumläuft und dann auf irgendwann gegen Mitte des Spiels oder so sagt, lüftet sie dann ihr Geheimnis. Ich bin schuld daran, dass dein Sohn kristallisiert ist. Ja, und du denkst dir so, nein, bist du nicht. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Du hast eigentlich nichts damit zu tun. Wieso soll die Schuld hängst sein, du dich daran auf? So, keine Ahnung, ich krieg das auch gar nicht mehr zusammen. Definitiv weiß ich aber noch, dass ich mir gemerkt habe, dass sie absolut nichts dafür konnte. Das war im Prinzip so, keine Ahnung, stell dir vor, da raubt einer eine Bank aus und der ist auf der Flucht und dann kommst du gerade aus der Tür von einem Gebäude und guckst dir nach links und rechts und du rennst aus Versehen in den Polizisten rein, der versucht, den Verbrecher zu fangen. Dadurch stolpert der Polizist und der Verbrecher kann entkommen. Und dann sagst du, oh mein Gott, ich bin schuld, ich habe diesen Raubzug geplant, wegen mir konnte er entkommen, es tut mir so leid. Denkst du so, was? Nein. Na, es war doch, also, es ging ja sowieso, okay. Der Sohnemann von Sass und Sarah sind ja kristallisiert worden, weil, muss ich überlegen, sie doch ihre Aufgaben nicht erfüllt haben. Nein, sie haben ihre Aufgabe erfüllt und dann ist man kristallisiert, wie 20 Jahre oder 100 Jahre später wieder aufgewacht, meine ich. Aber welche Aufgabe hatte denn der Sohn? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich auch nicht. Ich glaub, der war, glaube ich, ein Kukun, vom Kukun-Fall sie gedingenst worden, ne? Ich glaube, das wurde in der Kurzgeschichte erzählt. Ja, ich glaube, genau, da hast du auf jeden Fall da, genau, in der Kurzgeschichte, in der Vorgeschichte wurde das irgendwie geklärt, aber es war auch nichts Weltbewegendes. Selbst wenn, ich meine, ja, aber das Ding ist halt, der kleine Typ da ist ja auch irgendwie super wichtig halt, und also fürs Haus zumindest logischerweise. Und aber so richtig hat man halt nicht mitbekommen, warum das jetzt alles so war, wie es war. Also zumindest ist es bei mir nicht hängen geblieben, ne? Also, selbst wenn, guck mal, die Alternative wäre gewesen für sie, dass sie die Aufgabe nicht erfüllt und der Sohn mutiert zu einem hässlichen Monster. Irgendwann. Das wäre die Alternative gewesen. Und sie hat sich dafür entschieden, yo, ich helfe dir anscheinend und dadurch wirst du zum Kristall, kannst aber 1000 Jahre leben. Weiß ich nicht was. So. Ja, irgendwie so was war das. Ja, und dann, tut mir leid, dass ich deinen Sohn gerettet habe. Ah, ich bin so schlecht. Was? Nein! Geh sterben, laber mich nicht voll. Hau ab. Das habe ich mir immer gedacht, die ganze Zeit. Laber mich nicht voll. Hey. Oh. Da hätte es ja auch noch Potenzial gegeben, ne? Wenn die jetzt wirklich irgendwie so Dreck am Stecken gehabt hätte mit dem Sohn und so, dann wäre es ja auch noch... Ah. Du hättest es so machen können, dass sie vielleicht irgendwie wirklich irgendetwas gemacht hat, was den Sohn wirklich verletzt hätte, was den Sohn irgendwie wirklich geschadet hätte, weil sie irgendwie die Situation vorher nicht richtig durchdacht hatte oder irgendwie sowas. Es sind ja zwei verfeindete Planeten im Endeffekt, wenn du so möchtest, ne? Und sie kommt halt von Puls und sie hat den Auftrag, Cocoon zu schaden. So, dann hätte sie vielleicht, weiß nicht, irgendwas in die Luft gejagt wegen mir oder irgendwas zerstört, wo der Sohn zufällig drin war und deswegen vielleicht Schaden genommen hat. So, und dann wäre sie ja definitiv dafür schuld gewesen, obwohl sie vielleicht dachte, sie handelt im guten Willen für Cocoon halt. Hätte sie so machen können, so einfach, aber nö. Wollte Square Enix nicht. Ja. Nee, also ne, super anstrengend. Null Sympathiepunkte auch. Also man kommt gar nicht an sie ran, finde ich. Also, wo ich halt, sag ich mal, mit Lightning und Snow vielleicht charakterlich noch ein bisschen was anfangen kann, war bei ihr, bei mir zumindest null. Also wirklich gar nicht. Ja. Sehe ich auch so. Weil sie, wie du schon sagst, sie ist halt eigentlich nur eine leere Hülle, die rumquietscht. Permanent. Das ist halt super nervig. Ja, ist echt schade. Okay, wollen wir mit dem nächsten Charakter fortfahren, mit meinem Lieblingscharakter? Jetzt kommt Hope. Hope S-Time. Ich muss dazu sagen. Jesus Christ. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich bis zu 13 habe ich in dem Final Fantasy Spiel noch nie einen Charakter gehasst. Wenn, dann waren sie mir egal. So wie in 12 zum Beispiel. Da habe ich dann gedacht, hier diese Pinello, ja, mach halt dein Ding. Okay, du bist halt da. Ich nehme dich nicht in die Gruppe und gut ist. So, dann war sie mir einfach egal. Ja, das war so die beste Lösung halt. Einfach nicht in die Gruppe nehmen, dann ist alles in Ordnung. Genau, dann war sie mir egal und ich habe sie nicht in die Gruppe genommen. Weg damit. Und egal jetzt, komm. Aber Hope habe ich so abgrundtief gehasst. So eine weinerliche, dumme Kackbratze. Das gibt es nicht. Ich glaube, die haben sich so gedacht, weiß ich nicht, da hat irgendwie der Storyschreiber, hat er sich an einem Samstagabend oder so, hat ja so einen Neon Genesis Evangelion Marathon geguckt und hat er sich gedacht,
Shinji, wir brauchen nochmal für 13 jetzt so einen Shinji. Den muss ich reinschreiben. Das bereichert die Story total. Und dann hat er Haupt geschrieben. Was ja okay wäre eigentlich, wenn man das dann durchzieht, so, ne? Ey. Ich hasse diese. Nein. Ich muss dazu sagen, selbst vom Design her hat er mir vom Anfang, hat er mir sogar noch von allen am meisten gefallen. Als ich dann seinen Charakter kennengelernt habe. Boah! So ein weinerliches, dummes Muttersöhnchen. Das ist so krass, wie unsympathisch dieser Spasti ist. Oh. Ja. Boah, ich weiß noch ganz am Anfang, ich fand den sogar so mega süß. Ich war ja so, oh, voll der kleine Süße. Wenn der jetzt noch ein paar Jahre älter wäre, wäre der bestimmt voll schick und schnieke. So. das habe ich am Anfang gedacht. Und ich hätte ihn auch noch vollkommen okay gefunden. Ich meine, ist ja okay, dass der so voll den Hass kriegt dann auf den Snow hat, der eigentlich auch nicht wirklich daran schuld, dass es seine Mutter abgekratzt ist. Ja gut, aber er ist halt ein dummes Kind. Er kann das ja ruhig. Ja, er kann dann seinen Ärger ja trotzdem 14 Jahre alt oder so, ja. Das er würde ist ein wahrscheinlich jeder Nummer, er kann nichts machen. Ja. Richtig. Das also würde wahrscheinlich jeder von uns genauso denken, wenn er 14 Jahre alt wäre und denkt, boah, du Bastard, nein. Wegen dir. Nein. Direkt nein. Nein. Ja, aber weiß ich sag mal, ja nicht. Also, Snow rekrutiert ja mehr oder weniger seine Mutti und erlaubt ihr es auch, in den Krieg zu ziehen halt. Ja. Ne? Wo vielleicht man noch sagen könnte, ey, du hast ein Kind, pass auf dein Kind auf und wir sind hier eigentlich, um Frauen und Kinder zu beschützen. Ich und meine absolut belanglose Gruppe, die nie wieder auftaucht bis kurz vorm Ende. Und deswegen verstehe ich schon, warum Hope natürlich einen Hass schiebt auf Snow. Ja, ich auch. Und berechtigterweise auch, finde ich jetzt zum Beispiel, ne? Ja. Ja, das stimmt. Also, aber wie er es macht, und wann er es macht. Ach. Genau. Und der Clou ist ja eigentlich, dann gibt's ja diese Szene, da ist er dann mit Snow unterwegs. Also ich wäre ja sofort auf den losgegangen, hätte den zu Tode gebasht, so ungefähr, ne? Ja, aber dann gibt's ja diese... In den Arsch. Ja. Und dann gibt's ja diese Szene, da kommt ja auch dann dieses Kristall, schieß mich tot, irgendwas blau, und denkst du, ja, jetzt bekommt Hope seine Bestie, weil er vollkommen ausrastet und den Snow so richtig wegficken will, so ungefähr. Und dann passiert das einfach nicht. So ja, richtig dumm. Ja. Ich glaube halt einfach, dass Snow halt einfach das Sprichwort Frauen und Kinder zuerst irgendwie falsch verstanden hatte. Und hat deswegen auch die Mutter vorgeschickt. Daran wird's liegen, tatsächlich, ja. Das ist, und ich hätte es halt cool gefunden, wenn der halt wirklich ernsthaft versucht hätte, irgendwie Snow zu schaden. Aber es hat er irgendwie die... Ja, er geht halt auch die ganze Zeit mit, halt, weil er ihn halt irgendwie umbringen möchte oder so. Und er wartet so mehr oder weniger auf den richtigen Augenblick. Aber der kommt ja nie. Naja, doch, eigentlich schon öfters. Aber dann irgendwann, also er hängt halt lange mit Lightning ab und... fängt halt darüber an, halt irgendwie, also lässt ja darüber seine Wut so ein bisschen raus, ist ja so der Anti-Snow-Fanclub zu zweit unterwegs halt, so nach dem Motto. Und später ist doch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, er verzeiht ihn ja dann nachher, als das dann... Das hab ich auch nicht verstanden, warum. Warte, warum war das? Ja, weil halt ja mehr erklärt wurde, dass Snow ja mehr oder weniger auch nichts dafür kann, dass es seine Wut halt einfach nur kanalisiert hat auf ihn und dass es ja alles gar nicht so richtig war. Eigentlich schon, aber ja. Das ist halt also, schon ein bisschen schnell mit dem Tod der Mutter abgeschlossen, finde ich dann jetzt auch wieder, ne? Also so richtig deep ist das dann ja, auch nicht. Ja, die sind halt lange unterwegs so und er ändert halt seine Meinung irgendwann, weil sie auch in der Gruppe unterwegs sind und es passieren hier und da ja ein paar Sachen, die ihn halt vielleicht auch in der Hinsicht verändern. Ist kein gut geschriebener Plot, kann ich mit leben, aber muss ich zugeben. Aber dass er natürlich ultra abnervt, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten, klar. Darf ich dazu erwähnen, dass Vivi in Final Fantasy IX irgendwie, ich glaube, 9 Jahre alt war oder so? Und er sich rein zufällig mit dem Sinn des Lebens und dem Beweis der Existenz auseinandergesetzt hatte, während Hope die ganze Zeit nur rumheult wie eine scheiß Fotze. Dankeschön, dass du das gesagt hast. Du fängst an, du erwähnst nur Vivi und ich wusste sofort, worauf du hinaus willst. Es ist auch so. Genau so ist es. Dagegen kann ich nichts sagen. Andererseits ist natürlich dieses Teenager-Drama, also finde ich schon etwas realistischer. Also niemand setzt sich mit 9 Jahren eigentlich mit dem Sinn des Lebens auseinander. Du vielleicht nicht, Vivi schon. Ich hab's nicht gemacht. Ich glaube, ja. Vivi ist auch ein damn Schwarzmagier, verdammt so. Also von daher. Eben. Damn, no, just because he's black, man. Genau. naja, und also... Ja, ich kann schon verstehen, warum der so abgenervt hat, sagen wir es mal so. Aber irgendwie, also das entweder halt, hat er richtig auf die Kacke hauen müssen oder halt eben nicht.
Das Ding ist halt einfach, ich meine, wie an sich ist so ein Stück weit seine Reaktion nachvollziehbar. Allerdings, was nicht nachvollziehbar ist, warum man sowas überhaupt reinschreibt. Ich meine, er ist ja programmiert darauf zu nerven. Ne? Also ja. Er kann ja schon fast gar nicht anders. Warum schreibe ich denn überhaupt so einen Charakter? So, entweder mache ich weil ich dumm bin. Ja, genau. So, entweder mache ich halt aus dieser Mutti ist tot Geschichte halt wirklich ein richtiges Thema, was wo du denkst so, boah, bam, der wird Snow richtig auf die Fresse hauen, wenn die aufeinandertreffen und so. Und das wird richtig krass werden und so. Und das wird die Gruppe vielleicht spalten und das wird ein richtiges Drama werden. Und dann ist es aber halt immer die ganze Zeit dieses weinerlich widerliche Abgefacke. Man hätte Snow anders schreiben müssen und dann hätte das vielleicht auch funktioniert und wäre vielleicht sogar ein spannender Storypunkt gewesen. Ja, seht aber, ihr, so much potential und alles ja, verschenkt. Das ist schon wieder so ein Punkt, weißt du, es ist so, du läufst da rum und du weißt, diese kleine Kackbratze hat den totalen Hass auf Snow und dann treffen die sich und außer, dass er ihn böse anfunkelt und ihm einmal sagt, du bist voll gemein, passiert da doch nichts Großartiges, oder? Nee, ja, weil er sich ja nicht traut und das meine ich halt, weil das hätte auch nicht gepasst, ne, weil Hope als Charakter das halt auch nicht machen würde, so wie man ihn kennenlernt, weil er halt eine weinerliche Pussy ist. Ne? Und er halt sich jetzt nicht trauen würde, gegen Snow zu groß aufzurebellieren, auch wenn er sich im Inneren immer vorstellt, sicherlich. Ne? Das ist schon irgendwie authentisch für den Charakter selbst, aber ich würde doch nie so einen Charakter reinschreiben. Das ist ja wie, wenn ich sagen würde, ich mache jetzt einen Rennfahrerfilm. So, und mein Hauptcharakter hat weder Beine noch Arme. Und so, Das nervt eigentlich die ganze Zeit nur ab, weil der Fahrer nur rumheult, dass er keine Beine und Arme hat und nicht richtig Rennen fahren kann, obwohl er es gerne machen würde. Und deswegen ist der Film dann halt scheiße. Nein, stopp, weil, der Film hat immer noch mehr Potenzial, tut mir leid. Ja, wahrscheinlich schon, aber... Das ist ja nicht schwer. Du willst halt einfach nur einen coolen Rennfahrerfilm machen, aber kein Drama, sage ich mal. Das schaffst du aber einfach nicht, weil es ist halt einfach Unsinn und weil der Charakter falsch geschrieben ist für das, was du erreichen willst einfach. Ja. Oder erreichen solltest, sagen wir es so. Ja, das ist ja auch so ein Punkt, den ich immer wieder anführe, wenn ich mal irgendwie mit Leuten über 13 diskutiert habe. Da geht es nicht darum, dass Hope, dass die Story scheiße ist zum Beispiel, dass Hope einfach die ganze Zeit rumheult. Natürlich ist er nervig und das geht mir auf den Keks, aber vielleicht möchte man das ja mit der Story genau das bezwecken, dass du halt eine Antisympathie für diesen Charakter hast. Das ist ja auch in Ordnung. Nur, was dann halt echt scheiße ist und deswegen ist die Story auch einfach schlecht, weil sie schlecht geschrieben ist, ist das halt, wie wir gerade festgestellt haben, mit dieser Wut, die ganze Zeit angeteasert wird, nichts Anständiges gemacht wird. Ja. Da ist nichts dahinter. Das ist einfach nur heiße Luft. Und deswegen, das ist so ein Punkt, verstehst du? Da geht es nicht darum, oh, das hat mir gefallen oder das hat mir nicht gefallen. Wenn du die Story von 13 mit all ihren Charakteren und ihrer gesamten Story deinem Deutschlehrer oder deinem Deutschprofessor oder einem Verlag vorlegen würdest, die würden dir das Skript um die Ohren pfeffern und sagen, was ist das für eine Scheiße? Da fehlt es hier und da, hinten und vorne nicht. Das ist einfach kacke geschrieben. Ja? Du wirst halt, natürlich kommt es darauf an, ob du sagst, ja, mir gefällt generell eine Story über eine alleinerziehende Mutter, die sich das Leben kämpft. Oder du sagst, ja, solche Story gefällt mir nicht so ungefähr. Ich habe lieber eine Story über ein paar College-Kids, die ein paar Abenteuer erleben. Das ist ja dein persönliches Empfinden. Das ändert ja aber nichts daran, dass die einzelne Story vielleicht einfach schlecht geschrieben ist. Weil Story-Sachen aufgegriffen werden, die nicht zu Ende geführt werden. Oder Charaktere, ja, ist halt echt so. Oder Charaktere großartig eingeführt werden und später komplett vergessen werden. Und all so ein Scheiß. Ja, dann ist das einfach schlecht geschrieben. Punkt. Und das verstehen diese ganzen 13-Fans in der Regel einfach nicht. Leider. Ja, das stimmt. Es wäre mega nice gewesen, hätten die aufeinander getroffen und der Hope wäre mega auf den losgegangen und hätte ihn richtig ernsthaft töten wollen. Die hätten diese auseinandergezogen, was weiß ich was. Und der hätte geschrieben, ich töte dich oder was weiß ich was. Ja. Du hättest ja sogar einen Kampf richtig machen können. Das ist ja richtig sagen können, alles klar. Ja. Die battlen jetzt gegeneinander. Du hättest sogar gameplay-technisch das perfekt umsetzen können. Ja. Ja. Aber nö. Ne, so nach dem Motto, in 9 gegen Beatrix kämpfen so ein bisschen. So, weißt du? Genau. So, ja, genau. So ja. Krass, okay, ey, was, ich kämpfe jetzt gegen den? Das wäre so, wow, damit habe ich einfach nicht gerechnet, so nach dem Motto. Und dann halt so kurz vor Ende, vielleicht besiegst du ihn sogar und dann ist Snow so, wow, krass, so, du bist echt stark geworden, Kumpel. So, vielleicht bist du ja der Held der Story. Und irgendwie hätte man das halt, weiß nicht, umsetzen können, was weiß ich. Aber es wäre halt irgendwie krass gewesen, es hätte die Wut sicherlich mal rausgelassen und vielleicht hättest du auch verloren einfach gegen ihn, weil... Was weiß ich. Kleiner Pimmel bist und. Richtig. Nein, weil er einen hat. Nicht, weil er, na gut, ist er auch. Ist egal. Und dann ist er noch viel gedemütigter und fühlt sich noch beschissener und keine Ahnung was. Irgendwie sowas. Irgendwie hätte es auf jeden Fall so eskalieren müssen, aber es ist niemals eskaliert. Ja. Aber es ist ja auch nur seine Mutter gestorben.
Also ja, von daher. Ey, ansonsten, andere Menschen haben damit ihr ganzes Leben zu kämpfen. Gar kein Ding, Mann. Hope kann das in 15 Stunden Spiel umsetzen. Das Ding, was mich auch noch ganz groß an Hope und seiner Story gestört hat, erinnert ihr euch als Unterschlupf suchen bei seinem Vater? Ja. Ja, ja. Das soll halt auch irgendwie so, also sein Vater wohnt ja irgendwie woanders, er ist ja mit seiner Mutter aufgewachsen. Und das, so dieses Wiedersehen soll halt auch so total emotional sein, ne? Es wird so aufgebaut, als wäre das jetzt total mitreißend für den Zuschauer. Und dann stemmt sich der Vater ja auf die Seite für seine Freunde zu kämpfen. Und das wird alles so ein bisschen heroisch und cool dargestellt. Aber ich dachte mir halt so eine Zeit, naja, das interessiert mich gar nicht, weil ich die beiden Charaktere, also Hope als auch den Vater, einfach null kenne. Ja. Also ich habe halt null Bindung zu den beiden. Ist mir doch egal, ob die sich jetzt gerne haben oder nicht. So, der hätte ihn jetzt auch den Vater anschreien können, du warst nicht für mich da, wäre für mich genauso unwichtig gewesen. Also, so ein weiterer Charakterpunkt, womit man Hope hätte formen können, ja. Indem man vielleicht einfach mal den Vater auch vorher erwähnt hätte vielleicht, oder warum der gar nicht da ist, oder so. Ja, genau, so, was ist passiert, hier und da halt so ein paar Spitzen einbauen, dann irgendwann wäre es vielleicht gewesen, oh krass, wir treffen auf den Vater, uiuiui, wie reagiert wohl Hope, keine Ahnung, werden wir sehen. Aber da halt der Vater vorher nie eine Rolle spielt und eigentlich auch danach nicht und auch währenddessen relativ wenig, außer dass er den halt eben Unterstupf kurz gewährt. Ja, weißt du, und da sprichst du eigentlich schon das generelle Problem von dem gesamten Spiel an, warum die Charaktere auch so kacke sind, weil du die ganze Zeit von A nach B läufst und du keine Gelegenheit hast, die Charaktere wirklich kennenzulernen. Du hast nie... Ja. Die Gelegenheit, dich mit denen zu unterhalten, wirklich was von dem Hintergrund zu erfahren. Da laufen Lightning und Hope irgendwie, ich glaube, eine halbe Spielzeitstunde miteinander durch so ein Gebiet. Vorher kennen die sich quasi gar nicht. Dann laufen die rum, töten so ein paar Monster. Und auf einmal fangen die an, sich, auf einmal sind die Best Friends, genau, und fangen an, sich total persönliche Sachen zu erzählen. Ja, weißt du, Hope, damals, ich war ja auch ein Waisenkind, und seitdem habe ich mich Lightning genannt, hier hast du dieses Taschenmesser, das habe ich damals geschenkt bekommen, ich möchte jetzt, dass du es hast, weil ich dich seit einer halben Stunde kenne, und nenn mich doch am besten anders, okay, ich nenne dich jetzt nicht Lightning, ich nenne dich jetzt Light, aber wir beide jetzt so total die enge Beziehung zueinander haben, und du denkst so, nein, ihr kennt euch seit einer halben Stunde, seid ihr eigentlich grenzdebil behindert, oder was? Nein! Ja! Vor allen Dingen ist ja Lightning auch nicht der Charakter, der jetzt so easy going und so wisst ihr, so extrovertiert ist, ne? Also es wirkt ja nicht so am Anfang so geschrieben, nein, als wäre die so aus sich heraus und würde sowas mal erzählen. Das ergibt halt null Sinn, alles, weißt du? Es gibt auch so keinen Anlass, warum sie jetzt so auf Hope zugehen sollte. Sie tut's einfach. Because of reasons. Weißt du? Und das ist schon in dem Spiel eigentlich, obwohl du den Charakter noch gar nicht richtig kennst, ist es schon für dich als Zuschauer direkt out of character. Das passt nicht. Ja, ist es auch. Das ist, oh, so ein Scheiß, Alter. Nein, ey. Okay, wollen wir mal mit dem nächsten Charakter weitermachen? Ja. Uerba Yunfang. Uerba Yunfang. Und ich muss direkt sagen, außer dass sie die Schwester von Vanille ist, weiß ich nichts mehr mit ihr anzufangen. Gar nichts. Ich hab keine Ahnung. Ja, die war halt so die Mama von der Runde irgendwie. Also. Die war so erwachsen. Ja, sie ist so ein, also ich finde, sie ist ziemlich ähnlich zu Lightning, vom Charakterlichen her. In vielen Punkten zumindest. Dieses relativ ernste, taffe, cooles Charakterdesign. Mir hat so optisch extrem gut gefallen, so von der Sache her. Hat er dann auch Barmut als Beschwörung. Soll also so ein bisschen Stärke projizieren und ist auch der Charakter, der sich ja dann irgendwie so später, ja, so ein bisschen dieser ganzen Falsi-Sache sozusagen opfern möchte. Hauptsache Vanille ist halt sicher. Aber ja, wirklich was wissen über sie tust du nicht. Nee, das stimmt schon. Irgendwie nicht, ne? Ja, außer, dass sie halt, ja, sie hat sich verwandelt und Kuku ein bisschen angekratzt und, ja, die war auf einmal da. Wie ist sie eigentlich dazugekommen? Boah, ja, warte mal. Irgendwie? Sie nimmt Snow gefangen. Kurz nachdem du, glaube ich, erstmal bekommst, kann er sich ja nicht. Die Moppets nichts gebracht. Komisch. Also irgendwie nimmt sie ihn gefangen, er kann aber flüchten und sie ist irgendwie. Sie verfolgt die halt alle irgendwie mit ihrem eigenen Trupp, der auch später keine Rolle mehr spielt. Und,
dann später kommt sie dann dazu, suddenly. Ja, ganz eigenartig. So richtig Sinn hat das Okay. auch nicht gemacht. Also, sie hat halt irgendwie die ganze Zeit so verfolgt und sie möchte ja praktisch, dass Vanille praktisch ihre Bestimmung halt erfüllt, damit sie halt, ja, halt nicht ein hässliches Monster wird. Oh, da greifst du einen ganz, ganz schönen Punkt auf. Ich meine, das ist für mich nicht. Für mich ist das, dieser. Ich habe ja vorhin immer schon wieder mal davon gesprochen, so von wegen Köder auswerfen und so. Guter Ansatz, und da ist nichts dahinter. Das ist für mich das Schlimmste. Der schlimmste Betrug, den die Story an sich selber macht, ja. Die wird von Anfang an wird dir gesagt, oder das Mittel, warum die jetzt losziehen und das alles machen, ist ja, weil die gebrandmarkt sind. Und du könntest ja jetzt einfach sagen, ja, okay, jetzt bin ich gebrandmarkt und habe Zauberkräfte. Mir doch egal, was mir diese Götter sagen. Aber der Knackpunkt dabei ist ja, dass wenn du es nicht machst, du ein gewisses Zeitlimit hast und du dann zu so einer Art Kristall-Zombie-Monster, hässliches Ding mutierst. Ja, So, richtig. und das ist ja eigentlich, ist ja genau das deren Antrieb. Dass die unterwegs sind und sagen, scheiße, wir müssen uns beeilen, wir müssen das hier alles fertig kriegen, ansonsten mutieren wir zu ekligen Monstern. Und im Spiel wird auch ein paar Mal gesagt von wegen, ah, wir haben keine Zeit, wir müssen uns beeilen und so weiter. Denkt dran, wir stehen unter Zeitdruck und so weiter. Und denk mir, ah geil, okay, cool. Am Ende wird es bestimmt so sein oder in der Mitte des Spiels, dass irgendeiner von der Gruppe zu so einem Monster wird und du musst ihn dann irgendwie töten oder so. Und es gibt keinen Weg drumherum. Das wird bestimmt voll traurig und scheiße. Und weil Snow auch immer so aggressiv war, und ich glaube, sie sagen auch in der Story, dass wenn du aggressiv bist, dass sich diese, oder wenn du halt generell oft wütend bist und so, dass die Transformation schneller vonstatten geht. Und weil Snow immer so Ja, das war stimmt. und ihm das auch mal sagen, habe ich gedacht, oh, am Ende wird bestimmt Snow irgendwie jetzt hier zu so einem Monster, dann retten sie wahrscheinlich Sarah und dann ist er aber so ein Monster und es wird bestimmt voll herzzerreißend und so weiter. Oh, krass. Darauf hab ich das ganze Spiel über gewartet. Und dann ist das passiert nicht. Nein, ist nicht. Ganz gegen Ende, kurz vorm Endkampf, hast du ein einziges Mal, so eine ganz kurze Szene, wo die Leute auf einmal diese Monster sind, du weißt aber in dem Moment nicht, ob das jetzt nur so ein Trugbild ist von dem Schurken oder ob das Ja. jetzt wirklich passiert. Na, Fang wurde ja praktisch gefoltert Ja, und und selbst wenn das wirklich passiert ist, dann ist es komplett irrelevant, weil im nächsten Moment alles wieder nichtig gemacht wird, because of reasons. Und das ist so unfassbar dumm. Weißt du, das wäre so, als würdest du bei Final Fantasy VII sagen, yo, der Meteor kracht auf den Planeten. Wir müssen alles daran hindern, dass der Meteor auf den Planeten kracht. Und am Ende passiert es einfach nicht. Dann denkst du so, wow, weißt du? Das ist Ja, ist so. irgendwie so richtig lame. Das ist so unfassbar schlecht. Unfassbar schlecht. Das ist. Alter, wie kann man denn selber eine Story schreiben? Das ist. Keine Ahnung. Das ist. Stell dir vor, Oda schreibt One Piece. Und der sagt von Anfang an, Ruffy wird am Ende Piratenkönig. Und dann schreibt er den Manga zu Ende und dann vergisst er eigentlich, oh Scheiße, ich wollte ja zum Piratenkönig machen. Oh, hab ich vergessen, egal. So, what? Das geht doch nicht, Alter! Du kannst das doch nicht machen, sowas! Haben sie bei 13 aber gemacht. Weil, darum. Geil. Ja, das ist so viel zu fangen. Ja, so viel zu Fang. Was mich auch total Hammer angekotzt hat. Vorab haben die auch gesagt, dass die Story von 13 so aufgebaut ist, dass es eigentlich gar keinen richtigen einzelnen Protagonisten gibt, sondern dass die gesamte Gruppe für sich gesehen gemeinsam der Protagonist ist. Habe ich gedacht, ah, Was okay, ist für ein cool. Blödsinn? Ja, ich habe gedacht, ist cool, ist mal ein neuer Ansatz und so weiter. Also, die zusammen ergeben halt so das Puzzle. Deswegen wird halt einer nicht irgendwie mehr in den Himmel gehoben als bei den anderen. Nicht so klischeemäßig, dass nur die Hauptperson wirklich am Ende den Bösen besiegen kann, weil er die Hauptperson ist, so nach dem Motto. Sondern dass wirklich alle gemeinsam und so, ne? Und dann schreiben die die Story auch so, dass am Ende eigentlich nur Vanille und Fang wichtig sind, weil die ganze Scheiße aufhalten und Ragnarök werden. Und die anderen sind komplett irrelevant. Und dann Wären die hast. es wenigstens alle gemeinsam geworden? Ja, weißt du, aber nein, nur die beiden so. Das stört doch alles. Könntest du auch sagen, okay, sie haben gemeinsam den Weg gegangen und so weiter. Dann hätten sie aber am Ende auch alle gemeinsam zu diesem Ding werden müssen. Dann hätte das ein ganz anderes Thema gehabt. Aber nö, auch das wird am Ende komplett über den Haufen geworfen. Und es wird einfach gesagt, no, jetzt sind einfach nur Fang und Vanille wichtig und der Rest ist komplett irrelevant. Das ist. Ey, oh, hör mir auf. Nein, 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 nein. Gut, wir haben noch einen Charakter von den Hauptcharakteren. Das ist Ja. Sus Cutthroat. Da muss ich auch sagen, das ist der Auch der einzige. coolste von allen. Ja, das ist wirklich der einzige, den ich ansatzweise aus 13 mag. Ich finde den Tatsächlich. voll scheiße. Echt? Findest du?
Ja, ich fand ihn voll scheiße. Genau. Egal. Saß, Saß. weil der halt wirklich ab und zu mal ein paar Gags gemacht hat oder so. Der war halt auch. Ich finde auch bei ihm war sein gesamtes Handeln und so weiter, weil er ist ja eigentlich nur losgezogen, weil er seinen Sohn retten wollte. Und ich finde, das war relativ einfach verständlich und bedarf auch gar nicht so viel Erklärung. Weil Ja, das war wenigstens mein Grund. wenn dein Kind in Gefahr ist, dann willst du dein Kind natürlich retten. Da muss es gar nicht viel drum herum geben. Und deswegen, natürlich war seine Hintergrundstory und sein Antrieb genauso flach wie bei den anderen auch. Aber bei ihm hat es, finde ich, gereicht, weil mein Kind ist in Gefahr, ich muss ihn retten. Reicht eigentlich so als Grund, verstehst du? Also da ist es mir nicht sauber aufgestoßen, dass ich gesagt habe, da fehlt noch was irgendwie bei ihm. Ja, stimmt schon, aber ich fand ihn, er war halt so, er war immer so, also lustig fand ich nie. Es wurde immer so versucht, ihn lustig darzustellen, aber ich fand ihn eher traurig permanent. Ich weiß auch nicht, also klar, Ja, sein Kind das. ist weg und so, ne, aber es war so eine richtig unsympathische Art von Eddie Murphy irgendwie. Also ich kann man saß wirklich null ran. Also ja, ich gebe dir vollkommen recht, so das reicht für ihn wirklich aus mit Kind ist weg und er will Kind retten. Ist vollkommen in Ordnung. Aber nee, konnte ich gar überhaupt keine Bindung. Also hatte ich sogar mit zu Fang mehr Bindung, weil sie, weiß nicht, der Charakter mir mehr gefallen hat, also wie sie sich verhalten hat. Aber ja, Okay, keine Ahnung. krass. Aber ja, Aber das dann ist halt wirklich, weiß ist nicht, jetzt halt. wahrscheinlich habe ich einfach nur auf ihn, weiß nicht, keine Ahnung. Ich fand ihn irgendwie ultra unnötig und wurde versucht, die. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil du rassistisch bist und du was gegen Schwarze hast. Ja, Auf gut, das jeden stimmt. Fall. Fucking righteous. Ja. Nein, also ich fand es auch cool, dass er gerade wegen dem Comic Relief so ein bisschen, weil er ja den Baby-Chocobo oben im Afro drin hatte. Also ich fand das eine coole Idee. Ganz lustig und. Das war cool, ja, Ja, das das war stimmt. echt süß. Ne, also das fand ich da dementsprechend eigentlich ganz in Ordnung. Und auch cool. Ich fand es auch schön, dass er. Eigentlich total dumm, aber ich fand es cool, dass er einfach zwei Pistolen als Waffen hatte, weil es das bei Final Fantasy irgendwie sehr, 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 sehr selten gibt. Dass einer irgendwie so zwei Pistolen hat oder so. Fand ich cool, einfach. Hat mir gefallen. Und wie gesagt, du brauchst es, ja, nicht so. Es hat nichts gefehlt. Also der war natürlich flach, aber es hat ausgereicht. Und ich finde auch, wobei man, ich glaube, ich weiß ein bisschen, was du meinst, wenn du gerade sagst, so schlecht ist Eddie Murphy. Weil der hat auch so, ich glaube, die haben versucht, weil sie das auch im Trailer mal ein, zweimal so gemacht haben, irgendwie, dem so ein Catchphrase zu geben. So ähnlich wie bei Balthier damals, wo sie gesagt haben, er immer, I play the role of the leading man. So, weißt du, dass er immer so der Haupttyp ist, so als Running Gag. Und ich glaube, wenn ich mich nicht recht erinnere, dann hat Sass immer irgendwie gesagt, Lady Luck oder Lady Bad Luck irgendwie. Irgendwie sowas immer von wegen, das Ja, irgendwas sowas hat er. Glücksgöttin oder irgendwie sowas. Aber das war auch so von wegen. Das hat er klar dreimal gesagt. Und dreimal reicht nicht, um daraus so ein Catchphrase zu machen. Beziehungsweise ist auch der Impact von den Worten nicht so groß, dass es dir auffallen würde. Mir ist es auch nur irgendwann im Endeffekt nochmal aufgefallen, so wo ich mir gedacht habe: ah, aha, toll. Kennst du Wayne? So, Ja, weißt du? das war echt nicht so super. So. Ja, jetzt guck mal zusammen, wie viele Charaktere wir mochten. Irgendwie keinen so richtig, Also ich einen ne? halben. Wie gesagt, Sass war so halb okay. Ja, der war schon ganz cool. Hätte man auf jeden Fall auch wieder mehr draus machen können. So richtig diese coole Sache so da reinbringen. Ich glaube, Ist ich mochte irgendwie einfach echt. dieses Dauerpessimistische an ihm vielleicht auch einfach nicht. Er war immer so super pessimistisch und auch nicht Ja. lustig. Nee, das war der doch eigentlich geil, weil der wirklich so Doch, pessimistisch doch war. irgendwie, doch eigentlich. Ich habe mir das ja extra wieder noch angeguckt. Er war halt immer so. Ah, das sollten wir nicht tun und nein und lass das lieber sein Der war und halt krass vorsichtig, so, ne? Das stimmt schon. er wäre auch der aber Älteste. ja, ist also wie gesagt als Charakter ergibt also ich kann noch nicht mal was kritisieren an ihm, das ist wirklich eine reine persönliche, ich mochte ihn irgendwie einfach nicht so, das ist aber was du vorhin gut meintest, so er war mir halt egal, es ist nicht so, dass ich einen Hass auf ihn hatte, ne, Ja, okay. also das wäre der Typ gewesen, den ich definitiv nicht in mein Team mitgenommen hätte, so. Okay. Das konntest du ja eh nicht entscheiden, denn es gab eh nur eine Kombination, wo Genau, alle wollte gerade sagen, Sachen drin waren. Das stimmt. da können wir eigentlich aufs Gameplay zu sprechen kommen. Auf jeden Fall. Es sei denn, Vincent möchte noch was zu Sass sagen. Nein, eigentlich nur, dass er, naja, bis zu dem Punkt hin, wo ich halt gespielt habe, so der einzige halbwegs normale Charakter war, der halt nicht wie 2D-Pappe gewirkt hat und nicht nur unglaubwürdig war. Also, dem habe ich tatsächlich so seine Rolle abgekauft. Ja, Ende. finde ich nämlich eigentlich auch so.
Okay. Gut. Genau. Was du gerade gesagt hast, es gibt ja keinen Unterschied, denn du wirst ja bei 13, ich finde, alles, was das Kampfsystem von 13 macht, ich meine, ja, wir sind uns einig, dass jedes Kampfsystem von Final Fantasy immer anders ist und immer versucht, das Kampfsystem sich so ein bisschen neu zu erfinden und so weiter. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, das erwarte ich auch von einem Final Fantasy, dass das Kampfsystem halt immer was anderes ist. Weil es immer ein neues System ist, das hält die Serie frisch so, es muss immer was geändert sein, du hast immer eine kleine Lernkurve, bis du das drauf hast und das macht dir auch Spaß. Und eigentlich sind alle Kampfsysteme von Final Fantasy auf ihre eigene Art und Weise gut. Nur bei 13 ist im Prinzip alles, was dieses Kampfsystem macht, ist ein kompletter Rückschritt zu allem, was vorher da war. Komplett. Aber in allen Belangen. Nee, grafisch sieht es besser aus. Es sieht ja aus wie Advent Children, ja, natürlich. Also, gar nicht mal davon abgesehen, dass das Spiel sich von alleine spielt, ja. Du musst ja wirklich nur X drücken. Das gesamte Spiel macht alles für dich alleine. Es ist mir vollkommen schleierhaft, wie jemand dieses Kampfsystem gut finden kann. Vielleicht, wenn du noch nie ein richtiges Final Fantasy gespielt hast und du nur komische Handy-Games gewohnt bist, wo du nur auf dein Bildschirm klickern musst oder Candy Crush oder so ein Scheiß, dann findest du das Kampfsystem vielleicht ganz cool, aber du hast doch da, was bei Final Fantasy das doch ausmacht, ist doch diese taktische Überlegung, dass du sagst, okay, dieser Gegner ist jetzt anfällig für das, deswegen greife ich das an. Ja, der hat jetzt irgendwie so eine Abwehr, deswegen kann ich ihn jetzt nicht physisch angreifen. Na, hier kann ich jetzt beschwören, weil die sind alle gleich schwach, backbar, dies, das, Adidas, weiß ich nicht was. Das ist ja eigentlich das, was das Kampfsystem so ein bisschen ausmacht. Und bei 13 drückst du immer X, weil das Spiel sich alleine spielt. Und das Einzige, was ab und zu mal sein muss, aber auch wirklich nur sehr selten der Fall ist eigentlich, wenn du in einem Bosskampf bist, dann musst du vielleicht einmal oder zweimal diese Rolle wechseln, damit du heilst. Ansonsten genau. Musst du nie irgendetwas anderes machen. Und das musst du halt, wie gesagt, auch nur während der Bosskämpfe machen. Und sonst wirklich nie. Aber die wirklich, Paradigmen oder sowas, so hieß ja, das, ne? Paradigmenwechsel. Ja, das war schon, also wie gesagt, das war für mich eine der schlechtesten Sachen überhaupt, weil normalerweise war es ja immer so angedacht, also es war wirklich nichts an Taktik dabei eigentlich. Ich musste niemals nachdenken, um jemanden zu besiegen, was ich schon ziemlich irgendwie beschissen finde, weil das eigentlich in jedem normalen Rollenspiel früher immer hatte, weil sonst wäre das Kampfsystem halt echt so ein bisschen plump gewesen. Wahrscheinlich hätte man nicht nachdenken müssen. Ja, ey, ich bitte dich, ich meine, ich finde, das Kampfsystem ist für mich eine Beleidigung an meine eigene Intelligenz. Was denken die denn, was ihre Fans sind, die seit Jahren ihr Final Fantasy gespielt haben? Dass die da irgendwie mit Cheats zum Endgegner gekommen sind oder was? Das ist so furchtbar. Wir nehmen dir deine komplette Entscheidungsgewalt, du musst nur nicht nachdenken. Du kannst deine Gruppe, die ja bis, also den Großteil des Spiels, nicht zusammenstellen, wie du willst. Du kannst immer nur die Beschwörung von dem Gruppenführer aufrufen, obwohl die anderen genauso mitkämpfen in der Gruppe sind. Die gesamte Gruppe ist Game Over, wenn deine eine Person, die du gerade spielst, tot ist. Das ist einfach so unfassbar dumm. Das beschneidet dich so unfassbar in deinen Möglichkeiten, dass es wehtut. Ja, das stimmt. Also wir haben das also entwicklungstechnisch war wahrscheinlich der Hintergrund, dass sie eine größere Zielgruppe ansprechen wollten, was natürlich der Untergang einer jeden Serie ist. Ist so. Und ja, sie wollten es halt einfach zugänglich machen, aber mit zugänglich haben sie einfach mal, sie haben es so stark vereinfacht und verdummt, dass es nicht mal Spaß macht zu kämpfen. Ja. Das ist halt auch ein null taktischer Aspekt, außer den Paradigmenwechseln, das ist halt, weiß auch nicht. Ja, es gibt halt gar nicht dieses wie früher, so, keine Ahnung, ich weiß noch ganz genau, bei FF9, da hat man sich irgendwie die Gruppe zusammengestellt, man wusste gar nicht genau, was als nächstes kommt, und auf einmal bin ich mit all meinen Kackmagiern in so einem scheiß Gebäude, wo man nicht zaubern kann oder so. Und ich dachte so, scheiße, es wird jetzt echt richtig abgefuckt, ne? So, das gibt es halt da gar nicht. Ja, du wirst ja, das Spiel nimmt dir jede Entscheidung, die du irgendwie treffen könntest, ab. Alles, komplett. Ich meine, selbst das in Anführungsstrichen Sphero-Brett ist ja auch jetzt nicht wirklich wandlungsfähig. Ne? Das ist der totale Witz. Du drückst genauso nur auf X und wartest, bis deine gesammelten Punkte leer sind. Und der steigt ja auch. Du wählst ja noch nicht mal irgendwie einen Weg, wie beim Sphero-Brett. Du sagst, ich möchte jetzt lieber erst das lernen oder das überspringe ich. Hier ist noch eine Barriere, hier muss ich später vielleicht nochmal zurückgehen und so. Nö, hast du nicht. Das du kannst,
Also es hätte sich auch komplett sparen können, es hätte auch einfach die Fähigkeit aufpoppen können beim nächsten Level, so nach dem Motto. Es ist halt ja. So, dein Charakter hat das Level 4 erreicht, er hat Feuer gelernt. So, das hättest du genauso machen können. Zumal auch selbst die neuen Fähigkeiten, die du lernst, die machen auch überhaupt keinen richtigen Unterschied. Weil du hast ja gar nicht, keine Ahnung, ich meine, es ist ein Unterschied, wenn du sagst, Vivi lernt Feuer. Dann gehe ich in den nächsten Kampf, muss manuell Feuer auswählen, achte darauf, wie Feuer aussieht und habe dann einen Effekt, oh cool, jetzt habe ich einen neuen Zauber. Das Spiel schmeißt dir ja automatisch die besten Sachen entgegen. Dementsprechend wählst du diese Befehle gar nicht bewusst aus und merkst in der Regel auch gar nicht, dass du was Neues gelernt hast. Und stopp, das stimmt ja aber auch gar nicht, ne? Weil ich meine, trotzdem, wenn du dann automatisch X geklickt hast, das ist dann trotzdem immer nur Feuer, 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 Feuer war und nicht einmal Feuer. Nee, das kommt drauf an, was der ATB-Balken hergegeben hat. Wenn du, das Spiel hat das automatisch errechnet, weil es war eventuell, je nachdem, wenn du jetzt zum Beispiel einmal Feuer gemacht hast, hat das ja mehr Platz von deinem Balken weggenommen als einmal Feuer. Und wenn du es gegeneinander aber das wäre ja auch stärker gewesen. Ja, natürlich, aber wenn ein einziges Mal Feuer, ja, sag ich jetzt mal, 3000 Schaden macht, aber einmal Feuer, 1200 Schaden macht, ja, dann ist doch logisch, dass dreimal Feuer mehr Schaden macht als einmal Feuer. Ja, auch wieder komplett verkacktes Kampfsystem einfach für mich dann. Wenn ich dann stärkeren Zauber habe, dann sollte der auch dann mehr ziehen und dann. Was war denn diesem ATB-Balken? Wofür stand überhaupt ATB? Active Time Battle. Active Time Battle. Das hast du aber immer, ATB-Balken. Das ist ein normaler Begriff. Also, naja, aber wieso mussten alle Dinger so da reinpassen? So, das ist doch einfach. Wie merkt ihr gerade, was für einen logischen Fehler das hat? Ja, das stimmt natürlich, da hast du recht. Ja. Aber ich finde auch, selbst wenn du diese neuen Zauber hattest, das war früher immer, weiß ich nicht, wenn du, wie in einem alten Final Fantasy, hast du Feuer, hast du eine kleine Flamme, dann hast du Feuer, hast schon so einen schönen Brand. Und wenn du Feuer hast, dann explodiert in der langen Animation der ganze Bildschirm, so, weißt du? Und du weißt richtig, yo, ich habe jetzt einen stärkeren Zauber gelernt. Bitches, ich hau euch alle um. Das hat einfach sehr viel mehr, das hat einfach total viel mehr Impact, weißt du? Du kommst dir dann auch einfach als Spieler viel mächtiger vor, wenn du merkst, oh, guck mal hier, ich habe jetzt hier so einen krassen neuen Zauber gelernt, der haut jetzt alles kaputt und ich kann das auch wirklich sehen. Und bei 13 sehen die ganzen Zauber und Fähigkeiten, die sehen fast genauso aus. Du siehst da wirklich kaum einen Unterschied, wenn überhaupt. Das Ding ist ja, dass es auch alles so schnell und schnell passiert, hintereinander geworfen wird, ne? Alles mehr so zeitgleich abläuft, hast du gar keinen Blick dafür. Ne? Du guckst dir das ja alles so an und wirst berieselt halt so auf Transformers-Manier, wenn man es jetzt mal böse sagen will. Das ist dir eigentlich. Du guckst einfach nur den Kinofilm an, drückst permanent X und wenn du merkst, oh, meine Charaktere sind gerade kurz vorm Abnippeln, dann tausche ich mal schnell die Paradigmen zum Heiler, mach das gleiche nochmal und dann tausche ich wieder zurück. So, ja. Und dann war's das. Richtig. Und dann war's das. Das erinnert mich, also ich habe eben gerade ja bei Wikipedia nochmal gelesen zu FF13, das war auch richtig geil. Die Kritik von allen möglichen Zeitschriften war einfach nur, ich laufe geradeaus auf einen Schlauch zu einem orangenen Punkt, an dem eine Sequenz getriggert wird oder ein Boss oder beides. Ja, es ist aber wirklich so. Das Ding ist halt, war echt so. Was die Leute halt eben als Argument zum Teil gebracht haben bei Final Fantasy X war ja super und da hattest du auch Schlauchlevel. So, ja, das ist schon richtig, aber zum einen ist das Spiel einfach mal ultra alt im Vergleich, ne? Und zum anderen hast du was, und das ist, kommen wir dann vielleicht zu dem Punkt, was mich wirklich am allermeisten gestört hat. Ich kann über eine verkackte Story kann ich so stückweise sogar hinwegsehen, aber dass du einfach mal nichts, wirklich nichts abseits davon getan hast. Du hast nicht mit Menschen reden können oder mit irgendwelchen Charakteren, du konntest nicht wirklich einkaufen, es gab keine Händler, es gab keine Städte, es gab einfach nichts. Ja, du hast ja keine Möglichkeit, dich irgendwie in diese Welt hineinzufinden, da die kennenzulernen und so weiter. Da gibt's nichts. Die im Prinzip, die haben bei 13 irgendwie alles auf das Wesentliche nach deren Meinung runter reduziert. Ja. Und haben dann sich so gedacht, ja, ich muss, dass du einkaufen gehen musst und in der Stadt die erst einen Shop suchen musst und du dann erst die beste Waffe aussuchen musst, das ist ja total nervig. Wir streichen einfach die Shops. Wir streichen einfach das Angebot. Ist total geil. Und du hast irgendwann einfach nur diesen Punkt, wo du da kaufen kannst. Ja, und dann kannst du das kaufen. Fertig. So, das ist. Ich hab das echt nicht gerafft, wo dann erklärt wurde im Tutorial, dass ich halt die Einkäufe über diesen Speicherpunkt da machen soll. Das habe ich echt nicht gerafft. Hä? Weil wieso jetzt, ne? Und dann wirklich so, nee, das ging wirklich gar nicht. Das war für mich wirklich das große Totschlagargument.
Und ich weiß noch genau, ich weiß nicht, kennt ihr noch die Szene, wo ihr, ich glaube, Snow spielt? Das ist eine Rückblende. Und dann bist du also am Strand und da ist Sarah wartet auf dich am Steg oder am Strand irgendwie so. Und du musst mit dir quatschen. Du kannst sogar in dieser Szene kannst du, wenn du möchtest, abseits laufen, also ein bisschen weiter rechts, und da hängt dann deine unwichtige Crew ab und die kannst du sogar kurz ansprechen und dann sagen sie sogar irgendwie so, hey, was machst du hier? Du musst zu Sarah gehen. Ist irgendwie sowas. Wow. Und ich war so, oh nice, endlich irgendwie so, vielleicht kann ich hier so interaktiv jetzt mal Sachen mir angucken, und das sah auch voll schön aus. Ich meine, grafisch war es ja Bombe, da muss man ja nichts sagen. War halt Sonnenuntergang und es war kein Kampf, ich konnte am Strand rumlaufen, konnte mit drei verschiedenen Leuten reden, wow. Und ich meine, glaube, die Sequenz sollte vielleicht 5 Minuten dauern, aber ich habe mich, glaube ich, so eine halbe Stunde drin bewegt, weil es so unfassbar schön war einfach in dem Moment, ne, diese Abwechslung in Anführungsstrichen. Und dann, gut, okay, gehst du, machst du Sarah. Also, und dann kommt eine Sequenz und dann ist das halt wieder vorbei. Also, ich dachte, es bleibt jetzt einfach mal länger irgendwie und ich kann jetzt vielleicht mal Sachen machen und Leute kennenlernen, vielleicht einfach mal die Crew. So. Ich dachte, das wäre so ein bisschen so wie in 7 halt, dass du deine Avalanche, wie es auch immer ausgesprochen wird, Avalanche-Gruppe hast und mit Biggs und Wedge, und hast du nicht gesehen, und da sind ja auch ein paar coole Typen so durchdesignt und mal gucken, was die so, woher die kommen und was auch immer. Ja, nee, ist nicht in 13. Nee, darfst du nicht. Du darfst einfach nicht mit den Leuten reden, du darfst einfach nicht mit den Leuten interagieren, du darfst, weil nee, wahrscheinlich haben sie... Du dürftest es ja, wenn die Leute existieren würden. Ja, das stimmt halt auch. Es stehen ja nicht mal Leute da, mit denen du das hättest versuchen können. Das ist Darf so ich schlecht, noch was zu dieser Shop-Geschichte sagen? Weil, ja, gerne. Du was, als Frau hast es natürlich richtig schwer gehabt dann. Oh, ja, das, ja, auf jeden Fall. Habe ich total schwer gehabt. Nein, was ich auf jeden Fall auch noch richtig behindert finde, ist ja, man war ja eigentlich als Truppe die ganze Zeit auf der Flucht. Wir waren ja Lissie von Puls. Ja. Und waren ja total geächtet auf Cocoon, ne? Und deswegen mussten die überhaupt abhauen auch. Und die waren ja ständig verfolgt. So. Wieso kann ich unterwegs shoppen? So, wisst ihr allein vom Sinn her, wieso Ach kann so. Ich nicht. Das wäre ja voll war ja voll cool gewesen, wenn ich in irgendeine Stadt komme, vielleicht in so einen Shop laufe und dann auf einmal irgendwie sagt, ey, sind das nicht die Behinderten, die bei der Polizei gesucht werden? Und dann muss ich weglaufen oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ich verstehe, was du meinst. Warum ist sowas niemals passiert? Warum konnte ich einfach am Wegesrand irgendwo bei einem Computer shoppen? Ich muss ja, das macht gar keinen Sinn für mich. Ich werde auch nicht vergessen. Weil Square Enix schon ganz schnell erkannt hat, dass der Onlinehandel bald vorausgeht. Ja, und dass die Läden einfach keine Rolle mehr spielen. Das war Amazon, wo du da gekauft hast, Mann. Ja, das war Amazon. Du warst Amazon Prime-Mitglied und deswegen hast du auch die Waren sofort in der Hand gehabt, nachdem du sie gekauft hast. Ja. Weil du einfach Amazon Prime hattest, ja. Ja, es macht halt als Amazon Prime-Kunde wirst du halt nicht strafrechtlich gesucht. Nee, genau. Ja, genau. Weil du bist ja Prime-Kunde. Genau. Du könntest irgendwie Menschenhandel über Amazon, über dein Marketplace anbieten, so. Verkaufe 12-jährigen thailändischen Jungen. Wer bietet mehr? So, und dann, oh, egal, er ist Prime-Kunde. Ah, wir können nichts machen, verdammt. Geil. Ja, aber so ungefähr. Ich meine, es macht ja keinen Sinn, als geächteter Flüchtling dann irgendwo am, also eigentlich hätten die ja gar nicht shoppen können. Eigentlich hätte man ja vielleicht eher eine Waffe finden können oder so. Das wäre für mich sinniger gewesen. Ja. Ja, das stimmt. Gab's ja aber auch nicht. Ey, ich habe immerhin, wie gesagt, Löwenherz gefunden. Ja? Wahnsinn. Also Waffen finden kann, oder ich glaube, du hast danach kämpfen zum Teil. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ja. Du hast ja Teile, glaube ich, bekommen, konntest du dann auch am Speicherstand zusammensetzen. Ja, aber das war auch total rudimentärer Scheiß, ja. Du hast dann einfach. Mann, du hättest ja auch, ich meine, okay, ich verstehe ja, hey, die werden verfolgt, shoppen ist vielleicht nicht, vielleicht haben sie das auch so als Kind genommen, aber dann kannst du doch immer noch irgendwelche, so eine Art fahrenden Händler einbauen, die da unterwegs so, wie hier diese Awaka, dem das halt scheißegal ist, und der vielleicht sogar ein bisschen auf deiner Seite ist und sagt, oh, da bist du ja wieder. Und sei es der halt immer der gleiche Händler, so nach dem Motto, oder halt zwei, drei unterschiedliche, genau. Dass einer vielleicht noch Zauber verkauft, na gut, okay, Zauber hast du gelernt, aber, so verschiedene Items und oder die kennen sich untereinander, das ist so eine Schwarzhändler-Truppe, die vielleicht durch die Welt zieht und sagt so, ey, komm, uns ist das scheißegal, hier, komm, ich gebe dir ein paar geile Waren, was du dann machst, mir egal. Wäre ja alles okay gewesen, aber Hauptsache, ich kaufe das bei irgendeinem Charakter, den ich vielleicht sogar noch reden ansprechen kann und das über ihn lernen kann oder über die Welt. Genau, so ein Resident Evil 4-Händler, so, welcome! What are you selling? What are you buying? What are you selling? Ja, ist richtig. Das wäre ziemlich nice gewesen. Das ist so eine fadenscheinige Person gewesen, ist hier einfach drauf kackt. Ja. Aber weißt du was, auch da, das ist auch wieder so ein typischer Punkt, wo so Köder ausgeworfen, ich hänge am Haken und dann unfassbar enttäuscht. Weil ich da auch wirklich durch diese Einöde gerannt bin
Und genauso wie alle anderen habe ich mir gedacht, ah, wann kommen endlich mal die Städte? Wann kommen endlich mal die Städte? Da müssen doch irgendwo mal Leute sein. Vorhin hatte ich diese kleine kurze Sequenz, die Sefitz auch gerade meinte, mit dem Steg und so weiter. Das war ganz cool. Hier muss doch noch mehr geben, hier muss doch noch mehr geben. Und dann bin ich da und dann sagen die mir schon, oh, wir kommen gleich zu einer Stadt in der Story. Und ich, oh, geil, tatsächlich eine Stadt. Und dann komme ich dahin in die Stadt und dann ist die verlassen. Da ist kein einziger Spasti mehr, der da irgendwie wohnt. Und ich dachte mir auch wirklich so, wollt ihr mich komplett verarschen? Die erste Stadt, und ich glaube auch die einzige Stadt, die ich in diesem Spiel finde, und dann wohnt da kein Arsch. Ihr habt doch komplett Lack gesoffen. Alter. Nein, ey. Ich komme da gar nicht drauf klar. Wie man... Was haben die sich dabei gedacht? Ich verstehe es nicht. Das habe ich auch nicht verstanden. Das war für mich... Das ist für mich wirklich das Allerschlimmste an 13. Ich kann, wenn das... Guck mal, Skyrim. So, Skyrim hat so ziemlich die beschissenste Story, die es irgendwie gibt, glaube ich, im Videospiel. Aber gut, 13 nicht jetzt, aber so in Open World. Es ist halt so super nichtig, die Story einfach. Ne? Ja. Aber die Welt ist so lebendig und du kannst so viel tun und dir ansehen. Und ach, mein Gott, das ist, du kannst so viel Zeit in Skyrim verbringen. Und das Spiel und das Gameplay macht doch einfach Spaß. Ja, genau. Das ist halt so... Die Hauptstory ist so lächerlich im Grunde, aber ja. So, mein Gott, die Leute, du musst den Spieler doch was bieten können. Und ich meine, wenn ich schon weiß, halt wie in 10 zum Beispiel, habe ich auch meine Schlauchlevel, alles cool, verstehe ich, ne? So, aber trotzdem hast du drumherum die Welt, du hast die Städte, du hast Blitzball, du hast ja, du hast so viel mit anderen Leuten zu tun. Ich weiß nicht, was wer da auf wie man sowas verteidigen kann, auch verstehe ich halt irgendwie nicht. Verstehe ich auch nicht, das ist so. Oh. Weiß ich nicht. Aber also das ist für mich wirklich der allergrößte Punkt, wirklich, weil ich über Stories kann ich so ein bisschen hinwegsehen, auch wenn es bei Final Fantasy natürlich trotzdem dann richtig scheiße ist, weil da freust du dich natürlich auch extrem auf die Story. Aber das sind halt Sachen, da kann ich so unter anderem mit leben, sofern das Gameplay dann halt so ein Stück weit stimmt und ich halt abseits von dem noch Sachen erleben kann und sich meine Spielstunden nicht ja verloren anfühlen halt. Ne? Ja, bei 13 bist du komplett verloren, egal was du machst. Ja, das stimmt leider. Und das Schlimme ist einfach, dass ja so viel Potenzial einfach nur verschenkt wurde. Es wäre ja gar nicht mal kacke gewesen. Okay, verschenktes Potenzial. Ich habe da noch so viele Sachen in petto, die muss ich jetzt nochmal rausknallen. Wo ich so gedacht habe, wirklich jeder dieser Momente habe ich nur lauthals die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was habt ihr euch dabei gedacht? Warum macht ihr das jetzt so und warum... Darf ich ein Wort nur dazu sagen? Ja, aber gerne. Ein Anteasern... möchte gern Gold Saucer. Oh ja, das ist auch so ein Punkt. Das ist auch so ein Punkt von mir. Hab ich nicht gesehen. Die hast du noch, stimmt, soweit hast du wahrscheinlich gar nicht gespielt, ne? Alter, es gibt halt einfach so eine Art, ja, Spielehallenwelt, so wie die Gold Saucer halt eben, also echt cool gemacht und das wird halt auch so instruiert, so geil, ey, cool, da war ich richtig happy, da bist du mit Vanille und Saas halt unterwegs. Ja. Und denke mir so, nice, so jetzt hast du eine Abwechslung, das wird jetzt cool. Hast du sogar eine coole Sequenz gehabt irgendwie noch, weil da so eine Show abgezogen wird irgendwie. Ja, aber dann, nachdem du dann dich einmal kurz bewegt hast, und du hast, glaube ich, Chocobos gesucht, glaube ich, oder irgendwas musstest du einsammeln, und dann kommt natürlich direkt, was Final Fantasy 13 die ganze Zeit macht, so, sobald du denkst, jetzt kannst du mal chillen und kannst die Welt kennenlernen, kommen Soldaten und machen alles kaputt. Ja. Und du musst natürlich wieder flüchten. Du hast okay, entschuldige, zack. Ja, aber du hast, das ist aber genau das, was, das ist auch einer von meinen Punkten gewesen. Du kommst dahin, denkst dir, oh geil, jetzt kann ich hier endlich mal sowas erleben, kann mit Leuten sprechen, Jahrmarkt-Feeling, ich kann mit Leuten reden und so weiter. Und dann wird dir das nicht gegeben, nein, du, dir wird diese Zeit nicht gegeben und du musst direkt wieder weglaufen und ist für den Arsch. So, ich sehe das einfach, sah richtig gut aus auch, das sah richtig gut aus, das war so wow. Ich zähle jetzt nochmal cool. so ein paar Sachen auf. Okay, Gold Saucer hatten wir, also möchte gerne Gold Saucer hatten wir gerade schon. Richtig furchtbar, zum Beispiel Cid. Du hast in dem Spiel hast du ja in jedem Final Fantasy hast du Cid. Und hier ist er ja, du siehst ihn, lernst ihn kennen und er sagt, hey, wir sind hier Verbündete, ich helfe euch. So, du kennst ihn seit einer Stunde oder so. Und auf einmal steht er wieder da. Ich bin in Wirklichkeit ein LC und ich habe euch die ganze Zeit verraten. Wir müssen jetzt miteinander kämpfen. Alle Charaktere so.
Was? Sid? Oh nein! Wie kannst du etwas nur tun? Ahaha, ich bin böse! Und dann tötest du den und ich denke mir so, wollt ihr mich verarschen? Aber gut, okay. Aber ja, na, er war ja. Ja, pass auf, und ich denke mir so, ah, okay. Das war jetzt wahrscheinlich der erste Kampf, die Phase. Jetzt wird er wahrscheinlich angeschlagen sein, er flüchtet und dann kommt er nochmal wieder und er wird jetzt so ein immer wiederkehrender Bösewicht so. Ganz cool gemacht, weil meistens ist Sid ja gut und nicht böse. Aber nö, das war's. Der ist tot. Wow. Der kommt nie wieder. Der kommt nie wieder. Du sollst geschockt sein, dass er dich verrät, nach einer halben Stunde, nachdem du ihn kennst. Und dann kommt er nie wieder. Und der hat auch vorher nichts Großes für dich gerissen oder so. Und es ist so unfassbar. Wirklich unfassbar verschenktes Potenzial wieder einfach mal. Ja. Andere Sache für mich auch noch unfassbar. Also das ist für mich auch so. Du hast ja diesen Jack Roche. Es ist ja eigentlich so dieser Lieutenant von dieser Psycom, von dieser Armee, und der jagt dich ja, weil er sagt, ich bin Soldat und ich habe meinen Auftrag und ich muss hier ja euch jetzt deswegen gefangen nehmen, quasi. So. Okay. Und dieser Typ, du hättest da mit ihm, es wird doch angedeutet, weil du eine Szene hast mit Snow, dass er sich so quasi vor den Soldaten so nackig macht, oben ohne, und sagt so von wegen, guckt mich an, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin kein Monster. Warum wollt ihr mich jetzt erschießen so? Ne, so ein bisschen so, ja, eine generelle Moralfrage und so. Und dann kommt dieser Typ und der reagiert doch da drauf. Und dann denkst du dir, ah, hier wird jetzt vielleicht so ein Plot gesponnen, dass der vielleicht dann so seine Befehle hinterfragt. Und der sagt dann so, ah, ich werde jetzt hier, ich kann das nicht mehr vertreten, was das Militär möchte, was ich tue und so. Aber nö, du kämpfst dann einfach ein paar Mal gegen den. Das wird nicht mehr thematisiert. Und am Ende, because of reasons, lässt er dich dann irgendwie durch. Nachdem du gegen ihn gekämpft hast und er in so einem Megapanzer drin ist, sagt er dann von wegen, ja, ich sehe ein, was ihr tut. Geht einfach. Und dann wird du irgendwie von diesen hässlich designten Behemoths gefressen. Ne? Und du denkst dir so, Alter, was? Naja, was zur Verteidigung muss man sagen, er kämpft ja gegen die Charaktere, weil er halt versucht, irgendwie sie aufzuhalten, logischerweise. Weil es der einfachere Weg wäre, halt den Planeten zu beschützen. Er halt merkt, dass er zu schwach ist und das nicht kann, muss er halt hoffen, dass sie ihren Plan durchsetzen können und halt trotzdem dadurch alle retten. Also er hat es halt gemacht, um sie halt von vornherein darin zu hindern, überhaupt, also er hätte halt in Kauf genommen, dass sie halt irgendwelche hässlichen Monster geworden sind, weil dann ja der Planet auch gerettet worden wäre. Ja, aber ich bitte dich, du kannst doch nicht einfach nur, ja, ich mache jetzt das, weil das ist das geringere Übel, okay. Aber selbst wenn er dann sagt, von wegen, okay, ich bin jetzt schwach, ihr könnt das noch schaffen, dann warum muss der sich von diesen Dingern auffressen lassen? Warum? Weil er halt tot war. Der war halt durch den Kampf, war halt ultra geschwächt und hat dann halt noch eine Granate genommen, hat sich dann mit den Viechern in die Luft gejagt, um dann wiederum dich zu beschützen, weil du da nach drinnen gehst, um dann halt den Typ wieder zu bekämpfen. Ja, aber ich bitte dich, du hast da auch bei dem Typen hast du auch so null Hintergrundwissen und heißt nicht, das war auch einfach so. Oh, so ja, das stimmt schon. Also schlecht. Weißt du, ich meine, aber das aller Schlimmste, auch gerade von der Story, ist für mich dieser Charakter namens Jill Nabat. Diese Tussi mit Sieht der. Sieht aber geil aus. Ja, vom Design her ist doch alles gut. Ne? Die Tussi mit der Brille, die hast du auch gerade vorher in diesen Kurzgeschichten, in diesem Roman, hatte die eine ultra krass große Rolle. Die war dafür verantwortlich, dass die den Sohn von Sass gefangen genommen hat und die war die ganze Zeit da und du hast die dann auch in den Trailer ab und zu immer mal gesehen und ich dachte mir schon so, sie zusammen mit diesem Jack Roche, oh, voll cool, wird bestimmt so wie bei 7, ein bisschen wie mit den Turks so, weißt du, dass die immer wieder auftauchen und das sind so die Geheimagenten und alles. Und das war wirklich der einzige Charakter, auch für den Bösen, der wirklich Feedback hatte, weil ich die, dadurch, dass ich diese Kurzgeschichten hatte, gelesen hatte, kannte ich die halt schon. Und dann taucht die in dem Spiel einmal kurz auf und sagt so, jo, ich nehme dich jetzt gefangen, Sass und Vanille, und jetzt gehen wir. Und dann... Ja, ganz kurz, das war ja so ultra lächerlich auch, die Szene, ne? Ja, ja. Dass sie halt, sie denken ja, Sass ist tot. Nee, Quatsch, Vanille ist tot. Nee, umgekehrt, Sass ist tot, weil sie ja irgendwie die beiden aufeinander hetzen wollen. Ich weiß nicht mehr, warum das jetzt war. Auf jeden Fall tut ihr dann Sass so, als ob er sich erschießen würde. Genau. Und es ist natürlich, als ob niemand reingehen würde und man kontrollieren würde, dass die halt nicht irgendwie die verarschen. Nein, geht mal rein, macht das mal unter euch beiden aus. Wir warten hier draußen ganz brav vor der Tür. Ja, genau. Aber gut, selbst wenn du das akzeptierst, wie gesagt, der einzige Charakter, den du kennst, wenn du die Kurzgeschichten gelesen hast. Und dann kommt auf einmal dieser schwachsinnige, flacheste, seit Jahren, dümmste seit Jahren
Hauptgegner eines Final Fantasy-Teils, dieser Bartendelis. Und dann sagt er so, yo, ich bin hier dieser Gottheit-Papst, keine Ahnung. Und dann siehst du in dieser Zwischensequenz, wo der kommt und da irgendwie auf die Kacke haut, ist da auch diese Jill Nabat. Und die ist dann so eine Art Kontrollraum. Und dann macht er einmal so, kommt so ein Energiestrahl. Und dann wird die total unspektakulär und auch schlecht animiert so getroffen. So, ah! Und fällt um. Ne? Und du denkst, und ich denke mir so, ah, okay, sie wird jetzt verwundet. Ah, okay, dann wird sie wahrscheinlich jetzt irgendwie dann gleich nochmal auftreten. Dann habe ich wahrscheinlich gleich auch noch irgendwie einen Bosskampf gegen die oder so. Nein, das war's. Diese Person ist dann in dieser Zwischensequenz so unspektakulär und so schlecht gestorben. Die kam nie wieder vor. Ich habe kein einziges Mal gegen die gekämpft. Gar nichts. Das ist für mich das Schlimmste. Weißt du, du merkst so, wir geben uns Mühe. Wir leisten Vorarbeit. Du kennst diesen Charakter. Und dann bist du in einer Situation von der Story her, wo du gegen die kämpfen könntest. Aber nein! Die lassen die komplett unspektakulär in der Zwischensequenz sterben. Boah, Alter! Ich kann sowas nicht verstehen. Ich kann sowas nicht verstehen. Das ist einfach schlecht geschrieben. Das ist kacke. Ich bin so froh, dass ich das nicht gespielt habe. Ja, ich hab's. Obwohl, ich glaube, ich habe auch noch gegen diesen komischen Papst Otto gespielt. Ja, gegen den ein paar Mal kämpfst gegen den. Ja, das ist relativ häufig, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es echt krass, wie wenig Erinnerung ich daran habe. Ja, weil es scheiße ist. Warum solltest du dir so. Ja. Halt richtig krass, so. Ich kann mich halt nicht mehr an diesen Charakter erinnern, den du gerade eingeführt hast, der da direkt weggestorben ist, weil ich ihn anscheinend so unwichtig fand. Na, google mal das Bild, dann wirst du dich an sie erinnern. Ja. Wie heißt die nochmal? Jill Nabat, also J-I-H-L und dann N-A-B-A-A-T. Ist halt, so sieht halt aus wie, Quistis ein bisschen. Quistis und eine Mischung aus Quistis und Beatrix, finde ich. Ja, genau, eine Mischung aus Quistis und Beatrix, finde ich auch. Die sieht ja eigentlich ganz, ganz nett aus. Ja, die ist auch gut designt und so, ne? Und dann, ey, das ist so unfassbar Schnieke schlecht, auf jeden ne? Fall. So unfassbar Hätte ich nicht nie gesagt. Ja. Ja, das ist halt echt krass enttäuschend so, weil du halt wirklich denkst, sie ist halt irgendwie so eine Special Force und ist ja auch irgendwo mit ihren Leuten da und dann erstmal handeln sie komplett unlogisch wirklich in der Situation mit Sass und Vanille und ist einfach nur unfassbarer Unsinn. Das aber gut, okay. Das ist einfach unfassbar schlecht, ne? So schlecht. Das kann ich dem Spiel echt nicht so verzeihen, weißt du? Weil die machen sich die Mühe, diesen Charakter dir näher zu bringen, einzuführen. Und als ob sie nicht wüssten, dass dieser Charakter ja irgendwie, weißt du, das ist der einzige Charakter, zu dem du vielleicht ansatzweise, wenn du diese Kurzgeschichten gelesen hast, schon eine emotionale Bindung hast. Und dann machen die so eine Scheiße. Das ist, ey. Nein. Der Witz ist ja auch wegen, weil du jetzt ja den absolut flachen Papst angesprochen hast. Ich finde es halt auch so bezeichnend, dass er halt, er ist halt so ein unfassbar schlechter Bösewicht, dass du halt in 13, 2 und 3 halt einen komplett neuen Antagonisten halt bekommst erstmal, der halt ja angeblich ein bisschen besser sein soll. Ja. Weil ich meine, klar ist er besiegt, aber so meistens hast du ja eine Fortsetzung dann halt doch irgendwie noch so wenigstens, der Bösewicht hat dieses Erbe hinterlassen nach dem Motto und es wird irgendwie auf ihn Bezug genommen, weil er ja schon irgendwie wichtig war. Ja, so wie zum Beispiel Sephiroth und Kadarch, so wenn du so willst. Ja. Richtig, genau, zum Beispiel, ne. Also, das hast du ja in vielen Sachen halt eben Beispiele, wo darauf noch Bezug genommen wird, wenn du eine Fortsetzung hast halt eben. Und, ja, das ist halt, er ist halt auch komplett gestrichen aus der Welt danach einfach, ne. Ja. Der hat auch, ja, auch, ich hab auch, weißt du, jeder Gegner hat bei Final Fantasy so eine Motivation und einen bestimmten Grund, warum er das tut, was er macht. Und das ist auch nachvollziehbar. Deswegen sind sie auch alles gute Schurken, ne. Ob es jetzt Sephiroth ist, ob es jetzt Artemisia ist, ob es jetzt Kuya ist, ob es Seymour oder dementsprechend Sin ist und so weiter und so fort. Hat alles Hand und Fuß, ne? Und dann ist dieser Spasti da und meint so, yo, ich bin Gott und ich habe Langeweile. Und ich habe mal gehört, wenn die Welt kaputt geht, da kommt ein anderer Gott. Das will ich mir angucken. Geil. Und deswegen mache ich jetzt die Welt kaputt. Das ist so seine Intention. Was anderes, der hat kein, sonst ist da nichts. Das ist so schwachsinnig schlecht. Alter, das ist... Oh. Nein, Alter, ich... Ah, weißt du, wenn ich daran denke, mir kommt schon wieder so ein bisschen Kotze hoch, Alter. Boah. Das ist so... Richtig so. Ey, nee. Richtig so. Ich meine, ich bin froh, dass ich das Ganze jetzt gerade nur höre und nichts ansatzweise zu mir genommen habe. Ich bin echt froh, dass ich meine Zeit damit nicht verschwendet habe.
Also wollen wir vielleicht das war noch halt echt Zeitverschwendung. Ja, war es hammermäßig. Wollen wir noch mal so ein bisschen die Punkte zusammenfassen? Weil wir haben jetzt die ganze Zeit nur gesagt, was schlecht ist und so weiter. Aber nicht was schlecht ist. Soll ich das nochmal probieren? Ja. Na, ja. Wie jetzt generell das Spiel, meinst du? Ja, generell, was an 13 halt falsch läuft. Warum es scheiße ist. Weil wir sagen ja immer, ja, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, scheiße. So. Ich guck nochmal, ob ich kurz noch Punkte habe, die ich ansprechen ja. wollte. Schau mal nach. Rückblenden. Feuerwerk, ja gut, das hatte ich ja angesprochen, dass das halt eben diese Feuerwerksgeschichte halt mehr oder weniger totaler Quatsch ist, um die Hintergrundgeschichten der Charaktere zu erzählen. Ist halt irgendwie sehr, sehr eigenartig gemacht. Ach, das Schönste haben wir doch noch gar nicht besprochen. Oh, was denn? Die Beschwörungen haben wir doch noch gar nicht besprochen. Ach so, ja, die irgendwie total wichtig sein sollen, aber irgendwie trotzdem keine Story-Relevanz haben, ne? Ja, also ich glaub, ich hab die nie eingesetzt. Also erstmal sind sie halt super hässlich davon, aber darüber lässt sich ja gerne streiten, so. Wer mit Transformers viel zu tun hat, der freut sich bestimmt über die Art und Weise, ist in Ordnung. Ja. Aber das Geilste wirklich, das war halt auch das, worauf ich mich jetzt halt immer aufgegeilt habe, wirklich bei 13, ist halt das erste Mal, wo Odin auftaucht. Ich meine, so, irgendwie kämpfen sie ja zuerst gegen euch, ne? Also es ist halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, die springen aus eurer Brust so, aus eurem Zeichen raus. Also bei Lightning hat ihr ihr Zeichen auf der Brust und da kommt halt einfach mal ein riesiger Typ rausgesprungen, der dich halt töten will. Ne? So, because of reasons. Du weißt, ja, genau, und du weißt halt auch überhaupt nichts darüber. Ne? Und alles klar, okay, scheiß drauf, ausblenden, wir kämpfen jetzt erstmal gegen den Typen, ne? Weil der will uns ja anscheinend töten. So, dann hast du den halt gekillt. So, dann springt halt Lightning auf dieses Pferd rauf, auf Sleipnir und warum? Also, ich weiß es nicht. Es ist halt so. Dann ist Odin weg. Und dann sagt Lightning halt nur so, ich habe mir extra nochmal angeguckt, die Szene. Da sagt Lightning, ja, dieser ganze Scheiß-Hokus-Pokus hier. Und das war's. Und danach kannst du... Und eingegangen. Und dann, ja. Ja, eben. Es wird nie drauf eingegangen. Und danach beschwörst du einfach mal einen riesigen Ritter, der aus deiner Titel springt. Also, ich bitte dich. Titelritter. Wird das halt schon... intensiv diskutieren, warum gerade etwas aus mir herausgesprungen ist. Ja, vor allem, warum, wenn ich es töte, warum springe ich dann darauf und reite es danach? So, wie komme ich denn auf die Idee? Ja. Es erklärt ihn ja auch niemand. Ich meine, es hätte ja gereicht, wenn irgendeiner vorsagt, ach übrigens, in euren Herzen schlummern die Kräfte verborgener Mächte. Zähmt ihr sie, könnt ihr euch sie zu eigen machen. Das hätte schon gereicht. Hätte sagen können, ja, es wurde euch ja mehr oder weniger erklärt und der Rest ist so Instinkt oder so, keine Ahnung. Ich hätte trotzdem darüber geredet, intensivst. Natürlich hätte man darüber geredet, es springt einmal ein Monster aus dir raus, was dich umbringen möchte und danach beschwörst du es. Oh, und der größte Witz ist dann wirklich, es wird die ganze Zeit nicht thematisiert, bis dann bei Fang halt dann Bahamut auftaucht. Und dann ist es halt auch nur so, dass das, ich glaube, Hope sagt das dann, ich glaube, sie wollen uns helfen. Ja, genau. Okay. Ja. Ich hätte halt erstmal Angst, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, das ist so schlimm gewesen, wirklich. Vor allem ist es so schlimm, wenn du bedenkst, welchen Stellenwert die Espa, Bestia, GF, was auch immer, halt in den früheren Teilen hatten, zum Teil, und wie es jetzt halt bei 13 ist. So, weißt du, von der Story-Relevanz so. Wenn du denkst, bei 6 sowieso total wichtig, weil Terra selber und so, ne? Dann bei 7, okay, da war es nicht so wichtig, da wurde halt einfach nur pauschal gesagt, ja, Substanzen sind halt Erinnerungen vom Planeten. Okay, gut. Da hast du 7 andere gute Akzente. 8, natürlich ein ganz großes Thema. Du hast die GF, die musst du koppeln. Die sorgen dafür, dass du halt vergisst und so weiter. 9, sowieso total krass. Es wird ja im Prinzip nur mit Eiko und mit Lilly darum gegangen, dass die beschwören können. Und Kuya fängt die Beschwörungen ein und sind mächtige Waffen und alles. Ne? Und kann damit Sachen kaputt machen. Darum geht es ja eigentlich die ganze Zeit nur im Spiel. Genauso wie bei 10, dass du Yuna hast. Und dass die ihre Beschwörungen lernen muss, um Sinn zu besiegen und so. 12 klammern wir jetzt mal aus, weil 12 ja von der Story her auch Mist ist. Und dann hast du halt auch echt 13 und yo. Lightning beschwört ihren Grottenblitz because of reasons und niemanden juckt es. Und dann haben die das und yo. Passt schon. Ah. Wow, was ist eigentlich, was ich nicht verstanden habe bei Lightning auch, sie hat doch diese, sie drückt doch immer irgendwo, also nicht immer, es ist eigentlich sehr selten, aber sie drückt doch auf irgendeinen Knopf bei ihrer Ausrüstung und kann auf einmal schweben. Hat das irgendwann mal erklärt? Echt? Ja, na, beste Beispiel ist schon ganz am Anfang. Das siehst du auch im... Und da sind diese geblitzten, dieses Geblitzdingste, ne? Und dann ja, schweben wir genau. Da macht sie doch so einen auf Matrix, zum Beispiel schon im Zug, wo sie dann praktisch darauf drückt. Ach, und dann stimmt. Leuchtet sie so ein bisschen und dann schießt sie halt so rum und schwebt mehr oder weniger. Und dadurch hast du auch mal eine Szene im Spiel,
da springen praktisch alle Charaktere aus einer relativ großen Klippe runter. Da ist sogar Sass noch so halt, was? Nein, das mache ich nicht. Dann macht sie das halt auch wieder und dadurch können dann alle praktisch runterschweben. So, es wird halt auch nie erwähnt, was das ist und du kannst es auch nicht im Kampf einsetzen, weswegen ich das halt auch sehr eigenartig finde. Okay, na gut, vielleicht ist das irgendwie so eine Antigravitationsvorrichtung, aber es natürlich... Ja, nicht, sicherlich. Sollte man irgendwie cool erklären, ne? Sollte man erklären, aber das wird es einfach nicht. Einbinden, weil sie benutzt es ja im Kampf auch in Sequenzen, aber halt nicht, wenn sie um ihr Leben kämpft gegen Monster anscheinend. Aber gut, okay. Ja. Ist jedenfalls doof. Sonst habe ich mir nur noch aufgeschrieben, dass dieses eine kleine Minispiel mit diesem blöden Roboter, den dann irgendwie Hope steuert, ist halt totaler Quatsch gewesen. Ah ja. Ist halt doof zu steuern, aber gut, hey, okay, immerhin gab's ein Minispiel. Hey. Ja, das stimmt. Schwach ist es auch, dass es technisch nicht geschafft haben, vielleicht eine Kletteranimation einzubauen, sondern dass du zu einem blauen Punkt läufst und dann nach oben geschossen wirst, praktisch. Ja, ja. Also, dass man da seit 10.2 halt anscheinend nichts daraus gelernt hat, irgendwie. Und ich glaube, da konntest du sogar so minimal klettern, wenn ich nicht ganz täusche. Ja. Ich bin unsicher. Ja, doch. Ich weiß nicht. Auch. Ich glaube, du konntest sogar richtig klettern. Also, halt, dass sie zumindest sich festgehalten haben. Es war jedenfalls, es ist einfach für so einen Titel, der so krass angekündigt ist, ist halt auch so eine Kleinigkeit super scheiße. Ja, die Widerstandsgruppe Nora ist halt total unwichtig. So wird am Anfang angeteasert, dass sie halt mit Snow viel voll zu tun haben und am Ende stoßen sie noch zueinander und es wird die komplette Reunion und alle freuen sich, sich wiederzusehen. Es ist dem Spieler aber einfach scheißegal. Von daher. Ist so. Es ist so. Es ist halt wirklich, es ist unfassbar unwichtig. So, und es ist, ja, also es spielt keine Rolle. Das war halt noch so das Wichtigste. Ansonsten habe ich halt nochmal geschrieben, ja, Bösewichte, Geschichte bleiben alle zu kurz. Alle ruhigen Momente, sei es beim Vater oder sei es da die andere Szenen, werden durch Kämpfe unterbrochen und Action unterbrochen. Du hast also nie Zeit, irgendwie unterzukommen. Ja, und es gab eine unlogische Szene noch, das ist jetzt aber sowas können wir wegsehen. Später fliegen sie ja irgendwie alle mit so einem Flugmonster weg und das gehorcht aus dem Grund, dass halt Fang mit einem Stab in seinen Kopf spießt und dann kann sie das Flugmonster steuern deswegen. Und kurze Lücke kommt aber auch nicht auf. Nice, das könnte ich auch gern. Ja, die andere Idee, vielleicht Bahamut zu nutzen, der ihr ja gehört, auf die Idee kommt es halt leider auch nicht, aber ich. ja, das waren so meine Punkte noch, die ich noch übrig hatte. Die wollte ich nur noch mal. Okay. Damit zumindest diese ganzen 60 Stunden Film, die ich mir da angezogen habe, nicht ganz umsonst waren. Okay. Wollt ihr aber noch was sagen? Sonst fasse ich das nochmal kurz zusammen. Würde dann nochmal kurz noch ein kleines anderes Thema anschneiden. Dann habe ich noch einen Post von mir. Und dann können wir das, denke ich, hier beenden. Weil, außer dass es scheiße ist, was anderes wird, glaube ich, nicht mehr bei rauskommen. Oder wie seht ihr das? Nee, nicht so richtig. Ja. Okay. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Also, 13 hat die Fangemeinde so gespalten, wie es, finde ich, damals Star Wars die neue Trilogie getan hat. Weißt du, du hast so früher Leute gehabt, die gesagt haben, nur die alten Teile sind gut, neue ist scheiße. Und dann hattest du welche, die irgendwie nicht damit aufgewachsen sind oder die einfach dumm sind und dann sagen, ja, die Prequels sind voll super, Anakin, huu. Ja, und ich finde irgendwie, der Vergleich passt schon, weil du hast halt extrem eine extrem große Zielgruppe, wo du Fans hast, die diese Materie extrem lieben und sich extrem viel damit auseinandersetzen. Und dann kommt halt etwas, was einen Keil dazwischen treibt. Und ich finde das einfach schade, wenn du siehst, wie die Leute, die Fans untereinander miteinander umgehen. Weil ich weiß noch, das weiß Sie jetzt auch noch, ich habe mich mal, hier wird dieses Video wahrscheinlich auch dann wieder da landen, in der guten Facebook-Final-Fantasy-Gruppe. Da habe ich damals, als ich da eingegangen bin, reingetreten bin, habe ich einfach nur einen Post gemacht und hat geschrieben, hallo, bin neu hier. Gibt es hier Final Fantasy 13 Fans? Und nichts habe ich mehr geschrieben, gar nichts. Es war ein Test. Dann habe ich 2 Tage gewartet, bin wiedergekommen und habe gesehen, dass da so eine unfassbar gigantische Diskussion entstanden ist. Irgendwie über 300 Kommentare, wo die Leute sich nur angepisst haben, weil irgendwer gesagt hat, ja, 13 ist Kacke. Und dann irgendwie 20 Vollidioten, wie mit einem Sack Steine auf ihn reingeprügelt haben. Nein, wie kannst du denn sagen, dass 13 schlecht ist? Das ist das beste Spiel ever! Oh, ne? Und dann hast du auch gemerkt, die Leute wollten wirklich mit denen eine Diskussion anfangen und denen sagen, erklär mir doch mal, was du an 13 gut findest und warum du es schön findest. Und was da zurückkam, war immer nur einfach nur so, ja, Lightning ist voll cool.
Und die Story, die fand ich nicht doof. Es ist halt nur dein Empfinden. La 13 ist das beste Spiel ever. So, weißt du, und diese ganzen Punkte, die wir jetzt auch gerade durchgekaut haben, die du wirklich anbringen kannst, das sehen diese Leute gar nicht. Und ich find's halt echt schlimm, wie diese dummen Leute darauf reagieren. Weil ich finde immer, das Problem ist nicht, dass jemand sagt, eine Sache ist scheiße oder eine Sache ist schlecht, sondern wie die anderen drumherum darauf reagieren. Weißt du? Ja. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass du sagst, ich finde 13 kacke, sondern wie die Leute, die es halt versuchen zu verteidigen, warum auch immer, weil es ist ja einfach schlecht, dann darauf reagieren. Und du siehst einfach, dass das so einen krassen Keil in die gesamten Fans getrieben hat, nur weil manche Leute nicht einsehen wollen, dass das Spiel objektiv gesehen halt einfach schlechter ist als die anderen Teile. Ich meine, es kann einem ja trotzdem gefallen. Ich habe ja ganz am Anfang habe ich ja dieses Beispiel gebracht mit dem McDonald's Cheeseburger und dem Steakhouse. Wenn du ein Mensch bist, dem der Cheeseburger genauso gut schmeckt wie das Steak, okay, schön und gut, ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, du kannst ja deinen Cheeseburger essen und du kannst ihn ja auch gut finden. Aber versuch doch bitte nicht, mir zu erzählen, dass dieser Cheeseburger aufwendiger gemacht wäre oder der Cheeseburger gesünder für mich wäre oder irgendwie sowas. Weil das stimmt einfach nicht. So, mein kleiner Appell, um mich auszukotzen gegen die 13-Fangemeinde. 13 hat einfach... Rant Ende. Also 13 hat einfach eine komplett schlechte Story, die aus objektiven Gesichtspunkten einfach unlogisch ist, wo einfach Sachen fallen gelassen werden, wo Sachen vergessen werden in der Story, wo Charaktere, die eigentlich beleuchtet werden müssen, nicht beleuchtet werden. Deswegen findest du die Charaktere auch automatisch eigentlich scheiße, weil du gar nicht die Zeit hast, die kennenzulernen und so weiter und so fort. Das Kampfsystem ist in allem, was es macht, ein kompletter Rückschritt. Es ist lächerlich, dass Square Enix anscheinend meint, dass die Fans, die jahrelang die Spiele gespielt haben, dass die auf einmal total dumm sind und dass du dem das Gameplay einfach abnehmen musst. Du drückst nur noch auf X. Nichts anderes ist dabei. Du hast keine taktische Finesse. Du hast keine taktischen Entscheidungen, die du eigentlich treffen musst, außer ab und zu mal in die Heilerrolle zu wechseln. Das ist einfach so. Egal, ob du jetzt sagst, ich fand das Kampfsystem aber eigentlich ganz cool und mir hat das Spaß gemacht. Kann einem ja Spaß machen. Ändert aber nichts daran, dass es so viel weniger anspruchsvoll ist als alles andere, was jemals in einem Final Fantasy passiert ist. Und ja, deswegen ist 13 halt einfach objektiv gesehen verglichen mit den anderen Teilen Kacke! So, jetzt möchte ich nochmal, nachdem ich dann damals ja noch total gehypt war für 13, möchte ich jetzt nochmal einen Post vorlesen. Der war dann am 1. September, da hatte ich dann halt 2010, da hatte ich dann halt mittlerweile 13 gespielt. Und da ging es darum, dass Square Enix das Lineup für die Tokyo Game Show 2010 bekannt gegeben hat. Und ich möchte einfach jetzt mal diesen Post vorlesen, denn ich finde, das ist eine ganz schöne Überleitung in das nächste Thema für den nächsten Podcast, der dann irgendwann kommt. Und auch eine gute Überleitung, um das Ganze hier zu beenden. Ich lese jetzt einfach mal wieder vor. Tja, wuhu, wieder nichts Neues zu Versus 13. Yeah, am besten überbrücke ich die Wartezeit mit dem erneuten Durchspielen vom tollen Final Fantasy 13. Ha 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 ha, angepisster Smiley. Mal im Ernst, was soll der Rotz bitte? Wie lange wird nun schon an Versus 13 gearbeitet? 3 oder 4 Jahre? Und sie könnten uns immer noch nicht mal ein kleines Ingame-Video zeigen? Square Enix macht wirklich seit 2006 nur noch Bullshit, da Final Fail 13 so ein hingeklatschter Rotz war und wahrscheinlich nur naive 14-jährige Serienneulinge anspricht, eben weil sie noch nicht wissen, was echte Qualität ist und das Ganze bei Square Enix keinen zu stören scheint, ist ja schon schlimm genug. Aber weiterhin den einzigen Lichtblick am Enix-Himmel so unter Verschluss zu halten, ist einfach lächerlich. Dasselbe gilt für Agito 13. In einem Interview sagt Nomura noch, dass es das ultimative PSP-Spiel werden wird und dann sieht man davon so wenig, dass viele der Meinung sind, dass die Entwicklung schon eingestellt wurde. Aber um Release-Daten scheint sich Square Enix ja eh nicht den Kopf zu machen. Schließlich können wir Europäer wahrscheinlich eh bis 2012 warten, bis wir Versus 13 in den Händen halten dürfen. Oh. Und es ist 2016 und immer noch nicht raus. Ey, wie optimistisch ich mit einem 2012-Release da noch war. Das ist krass. Ja, ich denke, das ist eine sehr schöne Überleitung für den nächsten Podcast. Denn bald kommt Final Fantasy 15 raus, was ja ursprünglich Final Fantasy 13 Versus 13 mal war. Und das Spiel ist noch nicht draußen, aber ich denke, wir machen noch einen letzten Part von unserem Podcast.
wo wir über unsere Hoffnungen, Erwartungen zu 15 sprechen. Und eventuell machen wir dann nochmal irgendwann einen Podcast, würde ich sagen, wenn wir dann 15 alle gespielt haben, was denn daraus jetzt wirklich geworden ist, ob Square Enix jetzt wieder auf der Höhe ist oder ob sie nur noch weiterhin verkacken oder nicht. 13.2 und 13.3 lassen wir aus, denn das hat keiner von uns gespielt. Das will auch keiner von uns spielen, weil 13 schon so furchtbar ist. Ich habe mal zugeguckt, wie jemand das gespielt hat, das war furchtbar. Ja, weil es ist, ich glaube, bei 13.2 ist auch der einzige Unterschied, dass du jetzt Städte tatsächlich mal hast, wo du rumlaufen kannst, aber ansonsten ist alles noch genauso scheiße. So, habe ich mir sagen lassen. Und ja, gut. Lassen wir das. Also ich freue mich. An dieser Stelle möchte ich auch etwas sagen. Oh ja, gerne. Und zwar für alle Menschen, die 13 so ultra gehatet haben wie wir alle, war für mich immer und für meine gesamte Familie das wahre Final Fantasy 13 war immer Lost Odyssey. Ist leider nur exklusiv für Xbox 360 erschienen. Solltet ihr eine Xbox 360 haben. Ich glaube, es ist auch nicht mehr teuer, Leute. Es nee, ist günstig. Hat natürlich nicht. Ich habe letztens nachgeguckt. Okay, cool. Ja. Ja, es hat auf jeden Fall nicht mehr den grafischen Style von heutzutage, das ist natürlich klar, ne? Aber es ist richtig geil, es ist der alte Final Fantasy Story-Schreiber, es ist Musik von Nobuo Uematsu und es hat einfach irgendwie mehr so ein Final Fantasy-Feeling als Final Fantasy 13. Ja, aber apropos 360, das kann ich vielleicht auch nochmal kurz sagen. Der Grund, man müsste sich ja warum fragen, warum 13 so kacke ist. Ich meine, ja, wir haben jetzt ja zu Tode ausgeführt, warum, was alles an 13 kacke ist. Aber trotzdem muss man sich ja vielleicht fragen, warum ist das so kacke geworden, wenn die vorher ja nur gute Spiele gemacht haben. Und es gibt dafür keinen Beweis, aber ich habe die Vermutung, dass es daran liegt, dass 13 für die 360 rausgekommen ist. Weil Final Fantasy 13 zuerst, wie alle anderen Final Fantasies, PlayStation exklusiv sein sollte. Und du hast ewig nichts mehr von dem Spiel gehört und man weiß auch, dass Square Enix immer sehr auf die eigenen Spiel-Engines, die sie selber entwickeln, setzt und dass die aber total kacke eigentlich sind. Aber trotzdem finden die es wohl wichtig, dass sie ihre eigene Engine entwickeln und damit dann Spiele machen. Und das war schon mal sowieso schwer, für die PlayStation 3 zu entwickeln, war generell knifflig. Und dann wird sich irgendwer gesagt haben, bei Square Enix, yo, bringt doch mal 13 auch für die Xbox 360 raus. Die Konsole haben ganz viele Leute, dann können wir ja potenziell mehr Kunden hier bedienen. Aber wir geben euch keine weiteren Ressourcen zur Verfügung, um das Spiel zu entwickeln. Und dann mussten die höchstwahrscheinlich mit derselben Programmierer- und Entwicklerzahl wie vorher 13 auf der PS3 fertig machen und auf einmal auch in sehr viel kürzerer Zeit das Ganze auch nochmal auf der Xbox 360 machen. Und ich glaube tatsächlich, das ist der Grund, weswegen 13 dann so eine Scheiße geworden ist, weil denen einfach die Zeit gefehlt hat und die Ressourcen, um ein anständiges Spiel zu machen. Aber wie gesagt, Beweise dafür habe ich nicht, aber ist so meine kleine Theorie. Das ist eine schöne Theorie. Ja. Naja. Jedenfalls, ja, ich denke, damit können wir den Podcast beenden. Gibt es da irgendwelche Einwände? Nö. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Also 13. Ich auch. Ich bin dafür, dass wir alle ein riesiges 13 Let's Play machen. Oh ja. Das darfst du nicht, weil sonst wirst du verklagt. Erinnert euch dran. Ja, genau. Ja, stimmt, ja. Ja, ist ja auch so eine Sache, dass Square Enix ja jegliche Fan-Projekte einstampft und ach, die sind sich, weißt du, als würden sie ihre Produkte selber scheiße finden und sagen so, ah, wir wollen nicht, dass Leute das gut finden. Wir verklagen die. Wir wollen keine Werbung haben, nein. Dabei wäre so ein Let's Play echt richtig witzig geworden, eigentlich. Lass mal. Nee, es ist super ermüdend einfach. Ja, also, es ist ja halt super ermüdend, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der Bacon-Sack das ziemlich geil an jeder Stelle in den Dreck gezogen hätte. Vermutlich. Wo es angebracht gewesen wäre. Ja. Da muss es halt, aber wie Zack schon sagt, du musst dich ja wirklich zwingen, das Spiel zu spielen. Das ist halt. Ja, das macht keinen Spaß. Wenn ein Spiel genau was nicht machen sollte, dann diesen Effekt zu erzielen. Und das hat 13 leider mit Bravour gemeistert. Und ich habe wirklich noch kein Spiel gehabt, was mich zum einen so enttäuscht hat, aber was ich auch so abgrundtief überhaupt nicht spielen wollte. Also was irgendwie hat ja irgendein Spiel noch meistens irgendwas, was dich dran hält oder was vielleicht noch ganz witzig ist, auch wenn es vielleicht nicht gut programmiert ist oder eine schlechte Story hat. Aber all das hat 13 leider gar nicht. Ja. Okay. Also, Kinder, don't do drugs. Don't do Final Fantasy 13. Alles schlecht für euch, in euren Körper. Und vielen Dank fürs Zuhören. Die Seele.
Für die Seele, ja. Auf jeden Fall auch für die Seele. Für die Seele sowieso. Also für meine Seele auf jeden Fall. In mir ist so viel gestorben. Ich habe so viel Angst vor 15 wirklich. Aber dazu ich mehr. Auch. Aber dazu mehr im nächsten Podcast dann. Ja. Danke fürs Zusehen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal sagen wir Tschö mit Ö. Tschö. Tschö. Tschüss. Tschüss. Okay. Ah, 13 ist so toll. Oh, best game ever made. Okay.